Also, die schön, dass Sie da sind, sich nicht haben abschrecken lassen von den Bedingungen, unter denen man heute zusammenkommt und diskutiert. Ja, in der Tat, wie wir gerade schon gehört haben, ein Thema mit einem nach wie vor. Hören Sie mich gut? Nicht? Nehme ich es in die Hand. Ein Thema mit einem nach wie vor erheblichen Erregungspotenzial. Die Treuhand, wenn man in Gegenden kommt, wie das bei mir der Fall war im vergangenen, vorvergangenen Jahr mit Lesungen und Diskussionen und kommt nach Ostdeutschland, nicht nach Leipzig, nicht nach Jena, nicht nach Erfurt, sondern in Gegenden, wo diese Institution ihre Spuren hinterlassen hat, dann kann man geradezu darauf warten, dass nach einer gar nicht allzu langen Zeit die Debatte auf dieses Thema kommt, und es scheint, als hätte die Erregung und hätte teilweise auch der Zorn über das Wirken dieser Institution im Verlauf der Jahre und Jahrzehnte eher zu als abgenommen, vielleicht auch aufgrund der mit den Jahren gewachsenen Einsicht, dass es so, wie es kam, vielleicht nicht hätte kommen müssen und nicht hätten kommen dürfen. Fragen, die wir in dieser Runde hier diskutieren werden. Einige Fragen, eine Stunde, dann machen wir eine Lüftungspause und dann werden wir schauen, wie Ihr Interesse ist, noch Fragen zu stellen oder selbst in die Diskussion einzugreifen. Die Diskussion mit einerseits Jana Mielew, in Leipzig geboren, Soziologin, Ethnografin, Kuratorin, Performerin, auf vielen Feldern, an vielen Orten unterwegs, in diesem Zusammenhang ausgewiesen, sachkundig ausgewiesen durch ihre Arbeit, das Treuhandtrauma, die Spätfolgen der Übernahme von diesem Jahr, und unabhängig davon hat sie sich in einer noch nicht zum Abschluss gelangten Schriftenreihe, glaube ich, der vierte Band erscheint demnächst, die entkoppelte Gesellschaft Ostdeutschland seit 1989-90, Exil, nächste Band, der im Oktober erscheinen wird. Auf der anderen Seite Dirk Labs, in Hamburg geboren, Journalist, Filmemacher, Autor, der eine ganze Reihe seiner Themen sowohl als Autor als auch seine Eigenschaft als Dokumentarfilmer verfolgt und dargestellt hat. Ich habe gerade noch mal, das hat jetzt gar nicht unbedingt mit unserem Thema zu tun, eine Dokumentation von ihm, die noch in der Mediathek, glaube ich, in der ZDF-Mediathek verfügbar ist, zum Thema Rechtsextremismus, Staatsfeinde in Uniform, geradezu geheimbündlerische Verbindungen in Polizei und Armee, den er nachgespürt hat, und auch dem lässlichen Handeln der Regierenden in diesem Zusammenhang. Interessant für unsere Diskussion ist eine Arbeit von ihm, die bereits 2012 erschienen ist, Der deutsche Goldrausch, die wahre Geschichte der Treuhand. Und darüber hinaus hat er sich vielfältig mit damit verwandten Themen beschäftigt, Bad Bank, Aufstieg und Fall der Deutschen Bank, auch das ist in dokumentarfilmerischer Weise von ihm bearbeitet worden. Als ich mich auf dieses Thema so ein bisschen geistig einstimmte und mich fragte, wann ich zum ersten Mal intensiveren Kontakt zu diesem Thema hatte, entsann ich mich, dass das in den, ja, in den frühen 90er Jahren der Fall war. Einer meiner ältesten westdeutschen Bekannten, der aus einem Unternehmerhaushalt stammt, war kurz nachdem Sigrid Breuel die Leitung dieser Institution übernommen hatte, nachdem Rohwedder ermordet worden war. Der war dort von seiner, also zur Unternehmerfamilie, in die Treuhand entsandt worden und in jener Abteilung tätig, die mit der Abwicklung der ostdeutschen Unternehmen beschäftigt war. Und wir trafen uns damals häufig, und er sprach ziemlich ungeschützt und auch detailreich über das, was er da Tag für Tag erlebte, und war vor allem darüber erstaunt, sozusagen mit dem Rekrutierungsmechanismus dieser Institution erstaunt, viele, viele junge Leute, Mitte, Ende 20, viele davon offenkundig ohne jeglichen ökonomischen Sachverstand, die dort, keine Ahnung, ob das gewollt oder zufällig war, gerade aufgrund dieser Tatsache bereit waren, Weisungen der jeweils höheren Institutionen zur Kenntnis zu nehmen und durchzusetzen. Er war sehr erstaunt darüber, wie schnell ostdeutsche Unternehmen, da gab es eine Skala,
auf jener Ebene landete, die sofortige Schließung dieser Firmen zur Folge hatte. Und wir fragten uns damals schon, wenn man jetzt mal an die Bilanz der Treuhand denkt, wie ist es eigentlich, was wird eigentlich in den Fällen, was passiert in jenen Fällen, die aus der Sicht dieser Institution irgendwie erfolgreich behandelt wurden, also die privatisiert wurden? Wie lange werden sie bestehen? Werden sie nach 2 Jahren bestehen, nach 5 Jahren bestehen, nach 10 Jahren bestehen? Oder wird das ja nicht der Fall sein? In seinem Fall war es dann insofern ein weiterer interessanter biografischer Verlauf, dass er 1995 Geschäftsführer eines ostdeutschen Unternehmens wurde, also von einer Unternehmensfamilie Treuhand delegiert, in der Treuhand tätig und aus der Treuhand heraus Geschäftsführer eines der großen ostdeutschen Unternehmen, nämlich der Kirow-Werke in Leipzig wurde. In dieser Eigenschaft ist er noch heute tätig und das waren mal über 3 Tonnen Mitarbeiter, heute sind es glaube ich 210 oder 220, auch das gehört natürlich in die Geschichte dieses Umbruchs oder Umbruchs mit hinein, also selbst in jenen Fällen, wo Unternehmen überlebt haben und sich erfolgreich am Markt behaupten, ist der Erlass des Personals natürlich erheblich mit Händen zu greifen, also ein Verhältnis von mehr als 1:10 in diesem Fall. Beim Rundgang, den wir da vor 2 Jahren kürzlich mal wieder in seinem Unternehmen unternahmen, war irgendwie der voller Anerkennung für die Mitarbeiter, teilweise auch noch ältere, die von Anfang an dabei sind, und sagte, ja, die hätten das auch gekonnt. Die hätten das Zeug dazu gehabt, dieses Unternehmen auch in eigener Hand in den neuen Verhältnissen zu führen, aber sie hatten kein Kapital, sie hatten nicht die entsprechenden Beziehungen, weder was die Marktkenntnis anging, obwohl das Unternehmen ganz gut unterwegs war, vor allem innerhalb des RGW, und vor allem war es politisch nicht gewollt. Und das scheint mir dann doch schon an unser Thema heranzuführen, also der politischen Ausrichtung, der politischen Prämissen, unter denen die Treuhand tätig wurde. Beide Gesprächspartner haben sich auch mit der Vorgeschichte jener Treuhand, die dann am 1. Juli mit der Wirtschafts- und Währungsunion 1990 ihre Arbeit aufnahmen, beschäftigt. Und meine erste Frage, Jana Milow greift weiter zurück, aber meine erste Frage in dem Zusammenhang an Dirk Labs, der auch der Geschichte nachgeht, die sozusagen jener Treuhand, die dann durch die Bundesregierung institutionalisiert wurde, das ist ja eine Sache, die, wie Sie darstellen, als Konzeption schon, man kann sagen, mitten im Aufbruch entsteht. Da kommt ein Kreis recht heterogener Ostdeutscher zusammen, ich glaube noch im Oktober 1989, und stellt sich die Frage, die damals, glaube ich, noch gar nicht so wahnsinnig viele umtrieb, was wird eigentlich aus dieser ökonomischen Hinterlassenschaft? Und entwickelt dann so eine Idee eines treuhänderischen Umgangs, einer Treuhand damit. Nun heißt ja ihr Buch Die wahre Geschichte der Treuhand. Und vielleicht hängt das auch mit dieser Tatsache zusammen, nämlich der Verbindungslinien sowohl als der Bruchlinien jenes Konzepts, das dieser Kreis von Ostdeutschen damals entwickelte und jener Treuhand, die wir schließlich bekamen, also die ins Werk gesetzt wurde. Vielleicht können Sie aus Ihrer Kenntnis und Ihrer Beschäftigung mit dem Thema uns zunächst mal kurz vor Augen führen, wie diese beiden Vorstellungen, Konzeptionen wahrscheinlich eher voneinander unterschieden als miteinander verbunden sind. Ja, Entschuldigung, erstmal vielen Dank fürs Kommen. Man fühlt sich ja privilegiert hier ohne Maske. So ein bisschen. Also wir geben hier unser Bestes. Das Verrückte ist, dass die Treuhand, wie Sie ja sagen, war eine ostdeutsche Idee und die wurde die Straße runter der Chausseestraße entwickelt. Da wohnte einer der Mitbegründer der Treuhand, wohnt wirklich unten, da habe ich auch gedreht und mit dem Interviews gemacht, leider inzwischen verstorben. Matthias Arzt hat zusammen mit anderen Bürgerrechtlern ab Oktober tatsächlich, ab dem Gorbatschow-Besuch, wo man schon spürte, es geht jetzt vorbei, weil Gorbatschow, ne, der berühmte Satz, gefallen ist und sie sich überlegt haben, was wird aus dem Volkseigentum? Das ist ja auch ein politischer Kampfbegriff, es gehört ja nicht dem Volk, aber was wird aus diesem Eigentum? Es braucht einen Nachlassverwalter. Ich habe gerade einen dieser Gründer noch mal interviewt, der in Potsdam wohnt, und der hat dann noch mal beschrieben, wie dann dieses Wort auf einmal vom Himmel fiel. Wir brauchen eine Treuhand. Also es war wirklich vorausschauend und auch war schon genial. Aber ein wesentlicher Bestandteil war, dass natürlich, das sind alles
hochintelligente Wissenschaftler gewesen. Chemiker, Physiker, jetzt keine Ökonomen, aber wirklich intelligente Menschen. Und die haben sich überlegt, okay, die D-Mark wird kommen, die wird hier herrschen, aber wie nimmt man am Kapitalismus ohne Kapital teil? Die Frage kennen wir im Westen ja auch. Also muss ich dazu sagen, ich bin ja Westdeutscher, aber die Frage kennen wir alle. Und das war natürlich genau die richtige Frage. Und die Grundidee, die immer sozusagen, also die Treuhand sollte sozusagen wie eine Holding alles sammeln und sollte dann, und das war die Kernidee, Anteilsscheine ausgeben. Also an die Ostdeutschen oder jeweils, das wurde dann sozusagen, und zwar haben die nie gesagt, das wurde dann später, wurde die Idee auch immer so ein bisschen, hat man sich immer lustig gemacht, sie sei weltfremd. Sie haben interessanterweise aber nie gesagt 100%, sondern immer gesagt Anteile, weil wir wissen, wir müssen ja Kapital einsammeln. Und außerdem, auch sehr vorausschauend, das macht diese Menschen bis heute wahnsinnig, weil sie da auch recht hatten, haben sie gesagt, naja, diese Unternehmen waren ja nicht Berlin, die hatten ja keine Schulden in dem Sinne, im westlichen oder marktwirtschaftlichen Sinne. Das heißt, man könnte ja weiter beleihen. Das ist ja, wie wir heute wissen, sind ja, wie wir das ja gerade mit der Liquiditätsschwemme sehen, ist das eine rein sozusagen eine politische Haltung zu Schulden. Also sie hatten da wirklich eine Menge gute Ideen und haben die ja schon am runden Tisch eingebracht. Es gibt ja auch noch die Aufnahmen, wo das so vorgestellt wird, relativ letzter Programmpunkt. Und die damalige SED übernimmt das auch. Und es wird ja auch noch gegründet. Im März 1990 wird diese Treuhand ja gegründet. Mit lauter DDR-Beamten besetzt, die natürlich dann erstmal anfangen, wahnsinnige Seilschaften zu knüpfen, natürlich. Und schon anfangen, die Westdeutschen zu treffen, weil natürlich klar wird, es geht zu Ende. Aber vor allem wird dieser Gedanke, Anteilsscheine, relativ schnell gekillt. Von dem ist dann nie wieder die Rede. Der wird noch im Februar 1990 in Talkshows, stellen sie den nochmal vor und versuchen dafür zu werben. Aber der wird gekillt. Und es wurde nachher immer gesagt, naja, das war halt naiv, wie will man Anteile an Schulden oder an Schrott, wurde dann ja immer so despektierlich gesagt, verteilen. Ich habe jetzt gerade wieder einen Film gemacht über das Thema fürs ZDF, läuft jetzt, ich weiß gar nicht, in 2 Wochen. Und da ist mir nach all den Jahren der Beschäftigung das Hauptproblem klar geworden. Ich habe also denjenigen interviewt, der für die interne Ermittlung zuständig war, ein Staatsanwalt aus Stuttgart, inzwischen pensioniert. Und der fing da an und sagte, wir haben gedacht, alles wird kriminell werden. Dann habe ich gesagt, wie alles? Dann meinte er, ja, jeder Fall. Das war einfach, das Konzept war so gefährlich. Dann habe ich gesagt, wieso gefährlich? Dann meinte er, naja, weil es ja GmbHs waren. Und eben keine Aktiengesellschaft mit Anteilsscheinen, wo sozusagen andere Gesetzmäßigkeiten dann ziehen, sondern GmbHs. Das heißt, ich kriege die Firma und ich darf, solange ich das GmbH, das Stammkapital nicht antaste, kann ich damit machen, was ich will. Ich kann die Grundstücke verkaufen. Ich kann Teile verkaufen, ich kann Immobilien verkaufen. Das heißt, das war den Profis war klar, wenn die das durchziehen mit ihrer GmbH-Struktur, verschenken die, also ist Betrug Tür und Tor geöffnet. Das ist nicht mehr Betrug, es ist nicht mehr illegal. Das heißt, wenn ich nach harten Verhandlungen irgendein Unternehmen mit 400 Leuten in Halle kriege von einer Treuhandanstalt und ich bezahle 500.000, aber da sind Immobilien im Wert von 5 Millionen, die ich sozusagen mitkriege, damit ich in der Hoffnung, ich baue da was auf, kann ich die Immobilien verticken und es ist nicht illegal. Das geht in der ganzen Diskussion um Kriminalität und so, weil es immer die Frage der Definition. Ja, das war nicht mehr illegal. Und das war auch ein Konstruktionsfehler, weil einfach die Zeit so war, das war eben so, später kam ja so diese zweite Welle, diese neoliberale Welle, aber damals war es schon so, dass die Regierung Kohl hat sozusagen alles, hatte die ganzen Regierungsbeteiligungen im Westen auch zurückgefahren. Und ich weiß noch, als ich mein Buch vorgestellt habe, tatsächlich 8 Jahre her, wirklich kriegt man ja Angst, wie schnell die Zeit vergeht. Und da saß ich auch hier ein bisschen weiter weg um die Ecke irgendwo in der Friedrichstraße mit Sarrazin. Sarrazin war im Bundesfinanzministerium für die Treuhand zuständig. Und er hat dann gesagt, ich habe die Bahn mit privatisiert, teilprivatisiert, glaube ich, es war die Bahn. Ja, und dann hat er so Excel-Tabellen gehabt und er sagte so auf dem Podium, ich wusste, wie viel Geld wir da versenkt haben. Das mal 8.000 Betriebe, no way. Deswegen haben wir gesagt, es muss anders laufen. Und man ist da sozusagen sehr rigide vorgegangen von Anfang an. Aber dadurch, dass diese Anteilsidee so sofort niedergemacht worden ist, aus vermeintlich einleuchtenden ökonomischen Gründen, aber sie war gar nicht so falsch, ist sozusagen so eine Unwucht dann auch reingekommen. Weil natürlich, es gab dann ja später so Konzepte, Management Buyout hat man das genannt, bei kleineren Unternehmen konnten dann Ingenieure weil einfach nicht so viel Kapital notwendig war, ihre Betriebe übernehmen. Aber bei größeren Unternehmen war das natürlich völlig ausgeschlossen, weil die Banken haben denen kein Geld gegeben, weil sie keine Sicherheit hatten.
die Konkurrenz aus dem Westen hat ihnen kein Geld gegeben, weil sie gesagt haben, warum sollen wir euch Geld geben, damit ihr hier eine Konkurrenz hochzieht, weil es war ja ein ausgelasteter Markt. Und dann vielleicht noch als letzte Bemerkung, das war für mich so eine der Schlüsselmomente. Ich habe dann irgendwann, vielleicht war das Buch noch nicht draußen, weiß ich nicht. Es war irgendein Jubiläum im Bundesfinanzministerium. Es wurde über die Treuhand geredet. Es waren ausschließlich Westdeutsche auf dem Podium, außer Richard Schröder, der also immer so eine knallharte, also alles, was der Westen gemacht hat, war gut und jeder, der das kritisiert, ist schwachsinnig. Hat mir auch ganz böse Briefe geschrieben. Aber auf dem Podium war späterer Kanzleramtsminister beziehungsweise späterer Bahnchef, glaube ich, Ludewig, der jetzt verantwortlich war auch für den Aufbau Ost. Und er sagte dann so, wenn ich so zurückblicke, war vielleicht der größte Fehler, dass wir keine Leuchttürme aufgebaut haben oder gelassen haben. Und dann saß man so da und dachte, ach, das fällt dir jetzt ein, ja? Also das, weil man muss ja sagen, es sind zwei Leuchttürme im Wesentlichen erhalten geblieben. Jener, weil Lothar Späth ein Fuchs war, ja, der hat eben wahnsinnig viel Geld hat die erpresst oder nach der Nebelaktion, weil er halt wusste, wie das Spiel geht, und Leuner. Und Leuner eben, weil wir wissen, mit einer Menge sozusagen Korruption verbunden, aber durchaus, weil Kohl aus seiner Ludwig-Hasener Zeit ihm gesagt wurde, wie wichtig das ist, dass eine Raffinerie in der Mitte ist, egal was kommt. So, das war aber auch so ein bisschen zufällig, ne? Und alles andere oder das meiste andere wurde halt geschlossen, weil man einfach, klar, auch Späth, wenn ich das noch sagen darf, fand ich sehr, sehr eindrucksvoll, er hat dann Carl Zeiss Jena übernommen, war ja viel Rüstung, es war auch ein Problem, es war alles mal sofort weg. Und dann hat er gesagt, okay, was kostet dann bei uns hier so ein Fernglas? Dann haben die ihm das, und er meinte, ich will das jetzt in West wirklich, ne, wenn wir die jetzt normal bezahlen, dann hieß es 800 Mark. Und in Japan irgendwie 15 in der Herstellung. Und dann hat er gesagt, okay, es war ja in Jena, gab es ja diese riesen Werkshalle in der Innenstadt, abreißen, alles abreißen, Immobilien bauen. Und eben so neue, so. Das war so sein Ansatz. Also es gab natürlich diese Probleme, aber was ich so faszinierend fand, das gab überhaupt kein Konzept. Und es sind ja jetzt zusätzliche Akten, auch, die kann man ja nachlesen inzwischen. Und da habe ich auch Interviews zugeführt zu den Historikern in Potsdam, die ausgewertet haben und die auch gesagt haben, es gab diese Abwesen, und wir erleben das ja immer wieder in Krisen. Man denkt ja immer, da ist ein größerer Plan dahinter. Es war eine Abwesenheit eines Konzepts im Westen. Dann haben sie gemerkt, das ist eine ganz heiße Kartoffel. Und haben, das ist mir auch ein wichtiger Punkt, ich will die Treuhand in dem Sinne nicht verteidigen, aber die Treuhand war natürlich auch der Sündenbock. Verantwortlich war ja die Bundesregierung, ja? Das war ja nur eine Behörde. Und die haben die da schön im Regen stehen lassen und haben im wahrsten Sinne des Wortes, der Robert hat dann ja mal sein Leben mitbezahlt, und haben sie hängen lassen. Das war auch eine ganz eiskalte politische sozusagen Entscheidung, also Kohl hat sich nicht blicken lassen, Weigel hat sich nicht blicken lassen, die bis heute funktioniert. Also noch, es gibt einen super Dokumentarfilm über die Bischofferode von Kollegen vom MDR. Ist alles super, außer der Titel Albtraum Treuhand oder so. Mein Kollege hat auch die Akten gelesen. Da sieht man, alle Ministerpräsidenten bis auf einen haben zugestimmt, dem Plan. Dann sind die rausgegangen, haben sie auf geheim gestempelt, rausgegangen, vor die Presse gegangen und haben die Treuhand hergezogen. Wie kann man das schließen? So, ne? Das war dann eben auch immer Politik, und das ist mir auch ein wichtiger Punkt. Das war schon auch ein geniales politisches Konzept. Danke erstmal soweit. Bei Jana Milev geht die Geschichte, wenn ich das recht gesehen habe, die Vorgeschichte der Treuhand noch etwas weiter zurück, bis in die Zeit des Kalten Krieges, die 50er Jahre, bis hin zu einer Politik des Rollback, eine Idee eines Tags X, wo diese staatssozialistischen Gesellschaften am Ende sind und übernahmereif sind. Und andererseits widerspricht sie in ihrem Buch eine Idee, die leitmotivisch für eine Diskussionsreihe ist, die Stiftung Aufarbeitung gerade abhält, nämlich unter dem Leitthema die überforderte Behörde. Eine Behörde gewissermaßen, die, das hat ja schon was in der Tat was Legitimatorisches, also unter dem Druck der Ereignisse war eigentlich nicht viel mehr zu erwarten, als den Dingen hinterher zu hecheln und irgendwie zu schauen, was von diesem maroden Staat noch übrig und irgendwie verwertbar ist. Also eine überforderte, eine planlose Behörde, vielleicht sagt sie zu diesen beiden Aspekten was mit diesem ersten sozusagen weiter zurückreichend Historisierung der Treuhand. Ja, vielen Dank, Wolfgang Engler. Ich
möchte mich auch nochmal bedanken für die Einladung bei Annette Groschner und dass wir hier eine so hervorragende, in so einer hervorragenden Konstellation sitzen. Wolfgang Engler wurde ja noch gar nicht vorgestellt. Er ist Soziologe und ist aufgefallen vor vielen, vielen Jahren mit zwei eminenten Werken, die Ostdeutschen und die Ostdeutschen als Avantgarde. Also das ist für mich als nächste Generation sehr wichtig zu erwähnen, weil ohne Wolfgang Engler ist die ganze Auseinandersetzung mit in diesem Ost-West-Konflikt kaum denkbar. Und im Unterschied zu Dirk Laabs, das ist mir eine große Ehre, dass Dirk Laabs jetzt nun hier mir übernächst zur rechten Seite sitzt, will ich mal so charakterisieren, dass Dirk Laabs sehr inside Treuhand agiert und auch seine Materialien inside Treuhand quasi nach außen bringt in Form der Filme vor allen Dingen oder dieses Films, den ich beispielsweise auch zuerst gesehen habe, bevor ich das Buch las und was natürlich sehr bemerkenswert beeindruckend ist, auch durch die detaillierte oder Fülle von Details, personelle Aussagen, auch einer Entourage an Zusammenstellung an Personen, die im Treuhandvorstand und in der Direktion bis hin zum Leitungsausschuss und so weiter und die kleineren Mitarbeiterstaffel an eventuellen Ostdeutschen dort zu sehen sind. Mein Ausgangspunkt ist im Unterschied zu Dirk Laabs, einer, der die gesellschaftliche Entwicklung anschaut. Also ich bin relativ spät zu dem Thema gestoßen und zwar im Jahr 2016 und tatsächlich auch aus einer Beobachtung heraus, also das ist die Ethnographie, die Beobachtung, dass ich festgestellt habe, dass die öffentliche Erzählung und oder das öffentliche Bild und die veröffentlichte Meinung überhaupt nicht zusammenpassen und auch die Felderfahrung, dass es sogar im näheren Kreis unzählige Fallbeispiele, persönliche Beispiele, Tragödien gab, die überhaupt nicht in das Bild der erfolgreichen Transformation passten, sodass ich auch selbst davon betroffen, ich war auch selbst davon betroffen. Insofern, dass ich in Deutschland nie eine Stelle bekomme. Ich wurde nie Stellen besetzt nach 100 Bewerbungen oder eminenten Publikationen. Ich habe auch in anderen Bereichen publiziert, politische Theorie vor allen Dingen und dann auch die Designsoziologie, die sich also mit Design und Kriminalität befasst, nämlich also mit den Designoberflächen der Governanzen, des Regierens und also ich werde da zitiert auf bergauf, bergab in verschiedenen verschiedenen Zusammenhängen, wurde nie Stellen besetzt. Also ich habe das immer privatisiert, dieses Problem. Ich dachte, ich habe das privat gesehen mit anderen, weil ich dachte also, dass das tatsächlich irgendwie was mit mangelnder Leistungsfähigkeit oder so zu tun haben könnte. Bis meine Leistungsfähigkeit oder Leistungsbereitschaft nachließ und ich meinte, jetzt muss ich mal meine Berufsbiografie einer Revision unterziehen. Ja, und das habe ich dann auch getan und bin dann, das ist mir immer peripher aufgefallen, dass zum Beispiel in allen Institutionen, in allen akademischen Institutionen in Ostdeutschland nur westdeutsche Personen, Kollegen quasi aus der BRD, die Fachbereiche leiteten und dort mit komplett auch mit ihren Peer-Reviews und allen Fachbereichspersonen angekommen sind, also wissenschaftlichen Mitarbeitern. Es gab nicht mal für den akademischen Mittelbau die Chance, irgendwo den Fuß reinzusetzen. Also es war sehr auffällig und fand ich alles sehr merkwürdig, die dann doch von Lehrauftrag zu Lehrauftrag irgendwie spazierte. Und ich habe das also auch in der Schweiz erlebt und ich habe erlebt, war dann mal auch auf so einem Austausch in Brüssel, von Semester zu Semester irgendwie diese Hangeleien, das kennen ja viele eigentlich Akademiker, wo ich da eine Person traf von der Leipziger Uni. Sie sagte, sie ist eine Professorin von der Leipzig, ist Leipzigerin. Und da habe ich mich sehr gewundert, weil ich ja eigentlich Leipzigerin bin. Also die war von der Universität in Leipzig und hatte dort
sozusagen einen Fachbereich geleitet und meinte, sie sei jetzt Leipziger Wissenschaftlerin. Das war noch relativ früh. Es hat mich alles sehr erstaunt, wie man sich als Leipziger Wissenschaftlerin aus dem Osten. Also das war ein Riesenphänomen, denn überall, wo man reinging, waren nur Wessis drin. Und es gab sozusagen also für keine Ostdeutschen. Bis ich dann mal 2016 einen Kollegen, Soziologen in Zürich, fragte, der auch mit Busch-Zulage und Westgehalt an der Uni in Leipzig war, der Jörg Rössel, ein Soziologe auch. Haben Sie ostdeutsche Kollegen schon mal jemals in Ihrem Fachbereich gehabt? Kennen Sie Ostdeutsche? Und dann meinte er, nein, das war nicht vorgesehen und das ist nicht vorgesehen. Also es war eine sehr interessante Vokabel, das ist nicht vorgesehen. Und da reihte sich ab 2016 oder so, konnte ich da ein gewisses Puzzle zusammensetzen. Ich kam dann relativ schnell zu den Studien von Olaf Groß-Samberg und Florian Hertel, die dann eben auch ganz konkret sagten, Vernichtung von Aufstiegschancen für Ostdeutsche. Und die Elite-Studie von, Sie haben die Kollegen vorhin schon erwähnt, Olaf Jacobs und Schönherr, die im Auftrag des MDR Leipzig und der Uni Leipzig erstellt wurde, in der da also errechnet wurde, dass nur 1,7% ostdeutsche Eliten in gesamtdeutschen oder ostdeutsche, ja genau, Eliten in gesamtdeutschen Eliten enthalten sind, also besetzt werden. Und das sind jetzt nur zwei Beispiele, aber das hat sich sozusagen so zusammengefügt, das Bild hat sich komplettiert und dadurch, dass ich das weiter untersuchte, bin ich auch darauf gekommen, musste feststellen, dass das mit der Treuhandaktivität zu tun hat. Also dass das die Arbeit der Treuhand im Grunde genommen nicht nur die 8.300 volkseigenen Betriebe und 200 Kombinate in einem Vollstreckungsfeldzug, sage ich jetzt mal, weil die Treuhand hatte die Legitimität zu vollstrecken und Insolvenzanträge zu stellen und dann auch zu entscheiden, wie wird verkauft und so weiter. Das betraf eben auch akademische Institutionen, das betraf Kultureinrichtungen, das betraf überhaupt jede Form von Vermögen, die also vor allen Dingen Grundstücksvermögen, wenn ein Gebäude verkauft wurde, hing da auch noch das Grundstück mit dran. Also konnte der Käufer alles Mögliche mit der Entität, die da auf dem Grundstück stand, machen, also Abriss und so weiter. Und das betraf also die ganze Kulturlandschaft, ja, und auch die akademische Landschaft. Es gab noch eine zweite Behörde, die hieß KAI, K-A-I, das war die Analogie, das Äquivalent zur THA, zur Treuhandanstalt, die für die Abwicklung der Akademie der Wissenschaften verantwortlich war. Und da sind also exakt 220.000 Wissenschaftler in der DDR abgewickelt worden. Ich bin Jahrgang 1964. Ich habe festgestellt, dass also die Betroffenheiten hauptsächlich in den Jahrgängen zwischen 1945 und 1975 stattgefunden haben. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann also angefangen, dieses Projekt Entkoppelte Gesellschaft zu entwickeln, in mehreren Teilen, wie Wolfgang Engler schon sagte. Und daraus ist dann eben jetzt erstmal so ein kleineres Sachbuch entstanden, damit erstmal so eine Handlichkeit von dem komplexen Projekt oder der komplexen Forschung zur Verfügung steht. Aber untersucht wird die Generation 1905 oder die Beobachtungskohorte ist 1945 bis 1975 Geborene und die also in allen Bereichen der Gesellschaft gewissermaßen in eine Betroffenheit geraten sind. Erstmal soweit? Ja, erstmal soweit. Genau. Es geht ja, vielleicht wollen Sie gleich dazu was sagen, aber vielleicht auch noch nicht. Es geht bei Jana Hensel auch terminologisch in einer Zuspitzung, die Dirk Labs wahrscheinlich sicher nicht teilt, also in Formulierungen, wie das im Grunde mit, wie haben Sie gerade gesagt, Ermächtigungsfeldzug oder Vollstreckungsfeldzug. An anderer Stelle fällt dann noch radikaler aus, nämlich der Annexion.
dann denkt man, okay, Annexion, das ist ja, wenn man es dann wörtlich nimmt, eine gewaltsame und widerrechtliche Annahme eines Territoriums. Da würde ich nachher noch gerne was zu fragen, inwiefern das vielleicht argumentativ dann doch relativ schwer einzuholen ist, weil die Gefahr besteht, die Ostdeutschen in eine Opferrolle zu drängen, also als seien Geschichte gewissermaßen ab einem bestimmten Punkt nur mehr zugestoßen. Aber vielleicht hier mal das noch eine Sekunde auf. Ich finde einen interessanten Punkt, es gibt doch, wahrscheinlich das teilen Sie wahrscheinlich beide, bevor die Treuhand in Aktion tritt, sind eine ganze Reihe von Entscheidungen bereits getroffen, eine ganze Reihe von Weichen gestellt. Das muss man, glaube ich, zur Kenntnis nehmen, wenn man das Wirken dieser Institution beurteilen will. Am allerwichtigsten ist, glaube ich, dieser Prozess, der zur Währungsunion selber führt. In dem Band, der hier irgendwie maßgebend für diese vier Veranstaltungen war, also das Jahr 1990 freilegen, die sich dann wiederholt auf Dokumente. Ich entsinne mich einer Notiz, die Kurt Biedenkopf, der CDU-Spitzenfunktionär und langjährige Ministerpräsident in Sachsen, macht eine Notiz über ein Gespräch, wo der Bundesbankpräsident Pöhl im Wirtschaftsausschuss im Bundestag war, der gar nicht so einverstanden war mit der Idee von Kohl. Der Regierung ganz im Gegenteil. Er sagt also auch die Privatvermögen 1:1, das wird nichts. Dafür hatten aber gerade die Ostdeutschen massiv demonstriert und gesagt, also entweder 1:1 oder jetzt wirklich mal Schluss mit unserer Geduld. Aber der wichtige Punkt dieser ganzen Debatten, die sich über Wochen hinziehen und dann irgendwann abrupt entschieden werden, vielleicht wissen Sie, wann und wie das genau entschieden wurde, lange Debatten zeugen doch zumindest davon, dass es einen internen Konflikt auf den Führungsebenen gibt. Und der Konflikt dreht sich darum, was macht man mit dem Betriebsvermögen, mit den Unternehmen. Stellt man die 1:1 um, hat man sofort ein doppeltes Problem. Im Grunde ist der Kahlschlag dann schon beschlossen, bevor die Institution überhaupt in Aktion tritt. Einerseits werden aus Verbindlichkeiten von Staatsprimen bei der Staatsbank, das ist ungefähr linke Tasche, rechte Tasche, werden reale Altschulden. Das betraf übrigens auch die ganze Wohnungsgesellschaft. Und einmal waren die alle verschuldet. Um die Schulden jetzt zu erwirtschaften, hätte man irgendwie am Markt sehr erfolgreich sein müssen. Dummerweise hat derselbe Prozess dieser Währungsumstellung 1:1 und damit auch plötzlich der Realverschuldung auch zur Folge, dass die oft, gerade die größeren Unternehmen, die in die osteuropäischen Wirtschaftsverband verflochten waren, jetzt mitunter ein enormes Kostenbindung, also vor allem die Abnehmer dieser Produkte, hatten mitunter Produkte, die plötzlich verdreifacht, vervierfacht hatten. Also einerseits hast du Schulden, andererseits kannst du nichts mehr wirtschaften. Du bist eigentlich tot. Du bist eigentlich bereits am Ende. Das diskutieren die da. Und da sagt der Pöhl, nee, das können wir nicht machen, dann ist die Ostwirtschaft hin. Und da sagt der Biedenkopf, nee, das können wir nicht machen, dann ist die hin. Und dann denke ich, okay. Und jetzt sind das ja nicht irgendwelche No-Names, sondern Bundesbankpräsident ist doch jemand. In der Regel sagt er, die Regierung, hört die Regierung doch auf die Leute. Haben sie doch in der Finanzkrise auch gemacht. Und dann entscheiden die aber anders. Dann entscheiden die anders und sagen, wir machen das trotzdem so. Dann knickt der Pöhl ein. Der knickt doch einfach ein und sagt, nee, er möchte jetzt keinen Konflikt mit der Regierung dieser wichtigen historischen Frage des Zeitfensters, ich muss auch schnell zur Einheit kommen. Sind wir mal deren Meinung. Wie kann man denn sehenden Auges, wenn man sachkundige Beratung hat, sogar aus dem eigenen Lager, da muss gar nicht die Linkspartei daherkommen, dann doch sagen, nee, das machen wir. Naja, weil es eine politische Entscheidung war. Es war ja so, dass die Demonstration, also es ist, wobei auch immer die Frage ist, wie viele jetzt gefordert haben und so, da gibt es ja interessante Geschichten zu einzelnen Plakaten, wenn die D-Mark nicht zu uns kommt, kommen wir zu ihr und so weiter und wir wollen 1:1. Das muss man nur zusammen mit der Wahl verstehen. Kohl hat gedacht, das war sozusagen, weil die Umfragen waren ja verheerend für Kohls Partner de Maizière in Ostdeutschland, weil ja viele, wie sich dann rausstellte, weil natürlich weil die Umfragen noch nicht so fein getuned waren und so weiter. Und man hatte wirklich Sorgen, dass es eine Regierung SPD mit Bürgerrechtlern und so weiter gibt. Und dann war sozusagen der Wahlkampfslogan, den man sich gegeben hat, Währungsunion oder ein 1:1. Weil man wollte sicher gehen. Was Kohl nicht verstanden hat, dass die Leute sowieso seine Partner gewählt haben, weil die wollten die Wiedervereinigung und er war der Garant, er hätte das gar nicht machen müssen. Nur dann war sozusagen die Messe gelesen bei der Wahl. Dann haben natürlich alle Ökonomen und auch Schäuble in seinem Tagebuch hat gesagt, dann ist vorbei. Vor allem, wenn wir die Schulden 1:2 umstellen. Und jetzt zu den Schulden. Da hatte ich auch eine Wahnsinnsveranstaltung, auch hier irgendwo, bin ich eingeladen worden von einem ostdeutschen Verlag, die ausschließlich, glaube ich,
hauptsächlich mit ostdeutschen Autoren zusammenarbeiten, viel Biografien machen und so. Und da waren lauter Kombinatschefs eingeladen. Döring, Leute, die zur Deutschen Bank gegangen sind, die früher bei der Staatsbank waren und so weiter. Und, ja, genau. Und dann habe ich, das war eine super Veranstaltung. Ich glaube, ich war da der einzige, vermutmaßlich einzige Westdeutsche. Und dann ging es um die Altschulden. Und dann habe ich gesagt, naja, es war natürlich, man muss wissen, die Betriebe waren deswegen so verschuldet, weil der Staat, es war so ja so eine pseudomarktwirtschaftliche Einrichtung der DDR, hat sich die Gewinne rausgenommen und die mussten sich dann verschulden. Und es gab ja keine Steuern. Das heißt, die waren, das wurde nie glatt gezogen. Die waren sozusagen künstlich verschuldet. Und man hatte diese künstlichen Schulden, die man also hätte auf Null stellen müssen, weil wir ja sozusagen, weil linke Tasche, rechte Tasche, dann hat man aber gesagt 1:2. Und dann haben die, und da gibt es kein anderes Wort, die Schweine von der Deutschen Bank, die haben die Schulden eingetrieben für die Bundesregierung, haben Risiko, das waren damals 10% Zinsen, das war nicht wie heute mit Minuszinsen, ne? Die haben dann auch Risiko, sozusagen Risiko sich für, und für Schulden, für die Regierung gebürgt hat. Und dann kam es bei dieser Veranstaltung wirklich zum super Dialog, dann sagen so die beiden, die zur Deutschen Bank rüber gemacht haben, die gerade sah aus, als wenn sie vom Golfen kamen, naja, nee, also das war, so schlimm war das ja nicht. Und dann sagte Döring so, der Karl Döring, Ecos Stahl, sagte so, ich weiß nur, ich kam am 1. Juli morgens in Betrieb und die haben mir gesagt, ich habe 1 Milliarde Westschulden. Und ich wusste nicht, keine Märkte mehr. Ja, und keine Märkte und kein gar nichts und ich muss Gehälter in D-Mark zahlen und so. Und es gibt irre Geschichten, wie die Treuhand dann anfängt. Ich will das jetzt gar nicht alles verteidigen, ich kann ja nur beschreiben, wie die Fakten sind. Und es einen Raum gab, wo die halt die Liquiditätszusagen rausgefeuert haben. Ne? Weil die natürlich alle pleite waren. Die sind alle darüber zum Alexanderplatz und haben gesagt, wir brauchen Geld. Die Bundesregierung hat dann mit Hilfe der Deutschen Bank verdeckt, das wäre heute gar nicht mehr möglich, am Kapitalmarkt Geld aufgenommen. Da hat die Deutsche Bank auch die Bundesregierung richtig erpresst, gesagt, wir machen das öffentlich, wenn ihr nicht das so macht, wie wir wollen, weil Deutschland schon sehr viel Geld gezahlt hat für nicht wie heute. Weil im Juli ist es aussah, als wenn alles zusammenbricht. Ja, es war so ein bisschen so wie die Finanzkrise im Quadrat. Es war ja keine Liquidität da. Die was hatten, haben es nicht ausgegeben. Alle waren überschuldet und dann eben Westgehälter. Das war der perfekte Sturm. Und warum? Es war, und das darf man nicht unterschätzen, wir erleben das ja heute, jemand wie Trump auch. Das war Kohl, hat da das durchgezogen und er hat rein politisch entschieden. Er hat gesagt, ich will jetzt die Wiedervereinigung und ich will, dass die uns wählen. Wir dürfen das jetzt hier nicht, die dürfen nicht die Sozen rankommen. Und dann hat irgendwie wie Pöhl nichts mehr zu melden gehabt. Und der ganze gesunde Menschenverstand ist dann, und die Tragik ist, es wäre gar nicht möglich, nötig gewesen. Die Leute hätten eh die Maizière gewählt. Ich verstehe das zur Hälfte sozusagen. Also, dass Kohl glaubt, das Rennen besser zu machen können, wenn er der Forderung der Straße nach Umstellung der Privatvermögen 1:1 nachkommt, das verstehe ich ganz gut. Das ist sozusagen Fortsetzung, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Und man kann in ganz vielen, das ist jetzt auch in diesem Band, das Jahr 1990 freigegeben wieder, Bilder noch und noch über Demonstrationen im Februar und März, Umstellung 1:1, 1:2, seine Frechheit etc. Ja, ja. Das verstehe ich. Ja. Aber die andere Hälfte verstehe ich nicht. Ja, das kann man. Ich verstehe das mit Unternehmen einfach nicht. Das habe ich natürlich gefragt. Also die Leute bei der Treppe, gesagt, ihr hättet ja auch einfach sagen können. Das war ein Todesurteil. Man hätte auch sagen können, das war jetzt ein Fehler, wir erlassen. Sorry, wir müssen jetzt gar nicht streiten. Nein, ich wollte es nur erklären, warum sie es gemacht haben. Weil der Punkt wirklich ist, glaube ich, ein neuralgischer Punkt. Wenn er wiedergewählt werden wollte, er wurde ja wiedergewählt. Ja. Vielleicht hätte er das gar nicht gebraucht und wäre eh wiedergewählt worden. Dann ist doch aber die nächstliegende, zumindest auf 1-2 Jahre in absehbarer Zeit bezogene Folge der Entscheidung, das auch für die Unternehmen zu tun, dass in der Massenarbeitslosigkeit kein Kahlschlag eintritt. Das heißt, er sichert kurzfristig seine Wiederwahl und ruiniert im Grunde seinen nächsten, wo er dann doch nochmal wiedergewählt wird. Ja, vor allem, man hätte also es ist doch sozusagen selbst aus machtstrategischer Perspektive ein hohes Risiko, was man da geht. Ja, vor allem. Und es ist ökonomischer Schwachsinn. Man hätte sich auch einfach erlassen können. Man hätte sagen können, okay, war ein Fehler, wir erlassen die Schulden jetzt. Aber damit, da habe ich ja drüber über den Punkt geredet. Da haben die, also was die, sagen die dann? Sie haben gesagt, das ist die Kette, wir müssen, damit die Unternehmen, die schuldenfrei sind, sind die innerhalb von einer Woche alle verkauft. Wir müssen, das ist die Kette, wie wir sozusagen diese Unternehmen unter Kontrolle behalten. Wenn die so verschuldet sind, dann kriegt man die sozusagen, weil die natürlich noch keinen Fuß in diesen Konzernen in der Tür hatten, hatten die Angst, dass die Seilschaften, und das muss man auch ganz klar sagen, es gab nicht nur ein Ostdeutschland, sondern das Ostdeutschland der Funktionäre hat seinen Frieden gemacht, hat rübergemacht mit den Westdeutschen, hat das alles schön ausbaldowert.
Das ist übrigens einer der großen Denkfehler an der Theorie, dass Rohwedder irgendwie von der Stasi erschossen worden ist. Die Stasi und sozusagen die Koko durfte in der Treuhand machen, was sie wollte. Und das auch mit Wissen von Kohl. Es gab ja, also Sarrazin hat so schön gesagt, und das zum ganzen Thema Intelligenz, ja, Akademiker, Bürgerrechtler, der hat gesagt, ich mochte die DDR, auch bei der Lesung, ich mochte die DDR-Beamten, die haben die Sprache der Macht gesprochen. Die wussten, jetzt sind wir die Chefs. Und die Bürgerrechtler kamen immer an und haben gesagt, Anteilsscheine und wollten irgendwie ideologisch argumentieren. Und auch Breuel hat die rausgeworfen. Die sind zu ihr hin, also auch hier Arzt und Gebhardt, mit der Liste von den ganzen Apparatschicks, die auf einmal in der Treuhand saßen. Und dann hat sie gesagt, die müssen alle weg. Und dann hat sie gesagt, nee. Ich glaube, diese Idee, sorry. Nee, also wenn ich den Gedanken nochmal, nee, was muss man wirklich sagen? Man darf nicht unterschätzen, das war ein Stillhalteabkommen. Das ist bei Geheimdiensten so, das ist bei den Ministerien so, das ist bei den Konzernen so, dass die Leute mit Connections durften sich versorgen. Da gab es keinen Schnitt, das war wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Man hat einfach als Befriedungsmaßnahme durften die sich versorgen, haben mitgemacht. Ich meine, die rechte Hand von Schalk Golikowski hat in der Treuhand gesessen und hat die Unternehmen privatisiert. Und das sind halt auch Ostdeutsche, muss man ja so hart sagen. Und die Funktionäre haben einfach gewonnen. Nein, das würde ja nicht. Weil sie einfach rübergemacht haben. Das würde ja nicht in Abrede stellen. Es gibt ja zahlreiche Dokumentationen von Fällen, wo die Belegschaft von einem Tag zum anderen ratlos in den eigenen Werkhallen steht, weil irgendwie der Werkdirektor oder der Produktionsdirektor schon einen Deal mit einer Westfirma gemacht haben, irgendwie die Software bereits verscherbelt hatten, dann kommen irgendwie die Autos an und nehmen auch mal die besten Maschinen mit. Und dann stehen die da. Und sind mich an einen Dokumentarfilm mit einem Berliner Unternehmen, denen das so gegangen ist. Und dann sagen die, mein Gott, warum haben wir uns das eigentlich gefallen lassen, was da abgegangen ist? Weil das ist ja sozusagen ein Ost-West-Teamwork zur Stilllegung von Ostdeutschland. Ja, warum hat man sich das gefallen lassen? Wenn man sich Wärmeanlagen baut, ein großer Skandal hier anguckt. Ganz kurz, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, auch zur Ehrenrettung. Ich meine, das war ein Riesenskandal, da haben sie 300 Millionen sich an den Nagel gerissen, weil sie wussten, weil sie haben einen Tipp gekriegt aus der Firma raus, westdeutsche Investoren, ein Babcock-Ingenieur mit Schweizer Komplizen, dass die 300 Millionen Anzahlungen auf den Konten hatten, für Kraftwerke, die noch gebaut werden mussten. Das war so der Tipp. Es waren gar nicht die Immobilien, es waren die Kraftwerke. Dann haben die das verschwiegen vor der Treuhand, haben das Ding gekauft. GmbH, die konnten das schön ausbluten lassen, mit Hilfe der ostdeutschen Betriebsleiter, die dann einfach bestochen worden sind. Das ist ja mehrfach passiert, muss man ganz klar sagen. Es gab bei fast allen großen Betrugsfällen, gab es natürlich Insider, die geholfen haben. So, und warum haben die anderen nichts gesagt? Wer hat die Schecks unterschrieben, die Sekretärinnen und so? Das wird ja bei Fällen alles da habe ich ja auch gefragt. Weil die gesagt haben, wenn dein Mann gefeuert wird, deine Nachbarin, deine nächste Nachbarin, deine Tante, dein Cousin, dann hältst du irgendwann die Schnauze und sagst nichts. Dann gehst du, vor allem, wo soll man hingehen? Wir hatten Angst vor der Polizei in den Staatsanwaltschaften. Wir waren ja nicht, das war ja für uns, ne? Dann hast du keine Gewerkschaften, die dir helfen. Und dann bist du halt still. Und dann sind die da durch 2 Jahre lang ohne jeden Widerstand. Das ist halt einfach so. Ja, das ist schlimmer als der Wilde Westen gewesen. Ja, da kommen wir vielleicht auch nochmal zu. Also auf die, ich glaube, die Geschichte der Treuhand ist gar nicht ablösbar von der Geschichte der Kämpfe gegen die Treuhand. Diese Kämpfe begleiten diese Treuhand vom ersten Tag an, wo sie in Aktion tritt, wie ein Schatten. Wie ein Schatten. Man kann sagen, dass Bischofferode das dann doch vorläufig endet, dieses Demonstrations- zum Protestzyklus mit der Niederlage der hungerstreikenden Kali-Kumpel irgendwie markiert. Da sind irgendwie die Messen gesungen. Also wenn die auch, das hat ja dann gesamtdeutsche Relevanz, wenn die auch keine Chance haben, hat sich ja niemand eine Chance. Aber ich komme ja nächsten Monat nochmal mit dieser Frage auf Sie zu. Jana Mielew, wenn Sie jetzt die ganzen Bücher nicht auf einmal lesen können oder wollen, aber vielleicht sollten Sie das ja tun, aber für den Fall auch eine abkürzende Lektüre. Sie hatte, ich glaube, es war die junge Welt, ne? In der Ausgabe vom 7.9. unter dem Titel DDR und Treuhand, der Vollstreckungsvollzug, rechnet sie mit aus ihrer Sicht einer ganzen Reihe von Mythen ab, die sich um diese Treuhand ranken. Man kann auch sagen, Legitimationsfiguren, die sagen, die hatten schon, die ist überfordert, die hatte keinen Plan. Ein Argument, was mich wirklich sehr überzeugt hat, weil ich das auch in verschiedenen Hinsichten, mich dieses Arguments immer in verschiedenen Hinsichten bedient habe, wenn die Zwangsläufigkeit dieser Prozesse eine Rolle in Diskussionen spielt oder gesagt wird, gut, die Treuhand, es ging ja auch nicht anders mit den sozialen Weichenstellungen Wirtschafts- und Währungsunion, sonst wären Leute ja alle rüber gemacht. Also diese Idee, dass
die Treuhand und die Entscheidung im Vorfeld der Treuhand das Ausbluten der DDR hinsichtlich der Bevölkerung verhindern wollten. Das lösen Sie, glaube ich, sehr, sehr überzeugend, sehr klar und sehr knapp auf. Vielleicht können Sie da noch ein paar Worte darüber verlieren, warum das kein Argument ist. Die Leute wären gegangen. Wir mussten jetzt einen Schnitt machen, wir mussten ihnen entgegenkommen. Ansonsten wäre da keiner mehr geblieben. Der Letzte hätte wirklich das Licht ausgemacht in der DDR. Das hat mich besonders überzeugt. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen ausführlicher darstellen. Ja, danke. Ich versuche mich da jetzt mal so ranzutasten. Was ich unbedingt in den Raum stellen möchte, ist, dass das Jahr 1990 quasi wie so ein Auge des Taifuns ist, ja, und die ganze Taifunbewegung drumherum, die entwickelt sich ja im Grunde genommen mit Beginn der Zweistaatlichkeit. Das ist meine These. Und das Auge des Taifuns war dann auch schon das Ende vom Lied für die DDR oder für den gesamten Ostblock oder für das komplementäre System. Worauf ich hinaus will, ist, dass es eben also zwei komplementäre systemische Bewegungen gegeben hat, also seit 1949, seit der Gründung der beiden Staaten BRD und DDR, die also in völlig verschiedener Weise eine Planwirtschaft und eine Marktwirtschaft geführt hatten, mit jeweiliger globaler oder internationaler Anbindung. Also die DDR war in einer Einbindung des RGW und auch in der in dem Kuratel des der Sowjetunion eingebunden, in der Aufsicht, in der Wirtschaftsaufsicht. Und die BRD ist 1900, also in der Adenauer-Ära, relativ früh in die Westbindung gegangen, sodass auch da beispielsweise also diese Idee von einem Deutschland, was konföderativ mit vier Besatzungsmächten existiert, wie es da in dem Potsdamer Abkommen auch festgeschrieben wurde, relativ schnell man sich davon verabschiedet hatte, indem es dann den Westblock gab und den Ostblock. Also mit einer relativ schnellen Währungsreform im Westen zuerst. Und die DDR ist dann halt mit dem DDR-Geld nachgerüstet. 48 war das. Und jedenfalls muss man das so sehen, dass das Jahr 1990 also quasi im Zentrum dieser gigantischen, kreisförmigen, systemischen, wirtschaftlichen Bewegung steht. Und die da kollabiert sind oder wo das eine kollabiert ist und von dem anderen übernommen wurde. Ein ganz wichtiger Punkt ist eben die Legitimität, also die Sie angesprochen haben. Es wäre noch wichtig zu erwähnen, dass der RGW quasi eigentlich ein regionales Währungssystem hatte und die DDR auch ein regionales Währungssystem. Also die sofortige Anpassung an ein Bretton Woods-System oder an das Dollar-System war also mehr als eine riskante Unternehmung. Und man muss auch immer bedenken, dass das regionale Währungssystem und in dem RGW in einer gewissen Weise auch eine Funktionalität hatte. Nun, das ist also diese eher kreisförmige Bewegung und nun gibt es auch eine lineare Bewegung in Phasen. Also wie veränderte sich die revolutionäre Situation in der DDR? Wie kam es im Grunde genommen zu der Grenzöffnung, ja, am 9. November 1989, das ist allen eigentlich bekannt, aber die Grenzöffnung war ein ganz entscheidendes Moment, dass man auch darin festhalten kann, dass sich also mit dem Ende des Jahres 1989
eine Art der Wende in der Wende stattgefunden hat. Also eine völlige Veränderung der sogenannten revolutionären oder Reformdynamik, die ursprünglich also angestrebt wurde, die noch bis Ende 1989, also ein ganz wesentliches Thema, zumindest in der noch vorhandenen DDR-Gesellschaft war. Und mit der Grenzöffnung, interessanterweise wirklich mit der Grenzöffnung, sind Dinge passiert, die für mich persönlich unerklärbar sind. Also wie jetzt zum Beispiel, Ende Dezember wurde die Regierung Modrow, also Modrow als Ministerpräsident amtiert, wie er doch so schnell zu diesen Joint-Venture-Gesetzen gekommen ist. Also er hat die Modrow-Regierung, ich muss das mal jetzt hier kurz ablesen, im Januar, am 12. Januar und am 25. Januar 1990 fanden Verfassungseingriffe statt durch die Modrow-Regierung. Und diese Verfassungseingriffe haben sozusagen die Joint-Venture befeuert. Das hieß mit anderen Worten, also die Verfassungseingriffe haben ermöglicht, dass also dass es Kooperation oder Joint Venture stattfinden können fortan zwischen ausländischen Unternehmen und den Betrieben, beziehungsweise dass auch Betriebe von ausländischen Unternehmen teil angekauft werden können. Nun ist Folgendes passiert. Es wurde nach der Grenzöffnung mit Hilfe dieser Joint Venture Gesetze die gesamte Zeitungslandschaft aufgekauft. Also die gesamte Verlagslandschaft der DDR war sofort aufgekauft. Also das waren die vier Grossisten, die vier Zeitungsgrossisten, Krone und Jahr, Burda, Bauer und Springer, hatten sich sofort auf die SED-Tageszeitung gesetzt unter Beibehaltung des Designs. Also es sind Anfang 1990 hochspannende Sachen passiert, die absolut im Interesse einer einrückenden, sukzessionierten Interessenhoheit gestanden haben. Nämlich also dieser Verkauf der Medien beispielsweise, die also auch, man muss sagen, dass die Medien auch, und der zweite Punkt ist, Es gab einen Regime-Change. Auch nach der Grenzöffnung wurde dieser vorbereitet mit dem 10-Punkte-Programm von Helmut Kohl. Das war am 28. November, auch 89. Und dann ging es los. Also 28. November 89, Januar die beiden Eingriffe, Verfassungseingriffe durch die Modrow-Regierung. Ich meine, das war ja, die haben sich ja ihr eigenes Grab geschaufelt in dem Moment. Und dann rückten die Zeitung ein und es begann der Wahlkampf. Es ist ganz klar belegt, dass der Wahlkampf des Bundeskabinetts im Januar aller Parteien im Grunde genommen und dann ganz konkret der Wahlkampf des Bundeskabinetts Kohl direkt mit Anfang Februar losschoss. Und dieser Wahlkampf wurde tatsächlich administriert in Bonn von Karl Schumacher im Adenauerhaus. Ja, also diese ganz verrückten Losungen kommen, die Mark und so weiter. Man braucht ja nur den Horst Heltschik zu lesen, sein Tagebuch. Da steht das ja drin. Horst Heltschik schreibt, wenn wir nicht wollen, dass sie zu uns kommen, dann und so und so. Ja, und zwei Tage später war dann dieses Plakat, dieser Spruch auf der Demonstration, auf einer der Montagsdemos in Leipzig zu sehen. Also die Frage der Legitimität. Was ist hier passiert? Also es fand ein Regime-Change in der DDR statt. Es gab die DDR noch zu diesem Zeitpunkt. Es gab sie verfassungsrechtlich und völkerrechtlich. Und nun ist es so, dass, und da komme ich auf diesen großen Bogen, den Sie hier angeschnitten haben mit der jungen Welt und so weiter, dass ich eben sage, die Treuhandanstalt, nicht die Treuhandidee oder die Urtreuhand, ab 1990, die instituiert wurde 1990, am 1. Juli in Kraft trat, war der exekutive und ausführende Arm der Bundesregierung zur direkten Umsetzung einer Wirtschaftsreform. Also das ist die These. Die Treuhandanstalt, so wie sie also mit dem ganzen Apparat
über Direktion, Vorstand, Leitungsausschuss und Stabsstelle sofort rekrutiert war in diesem Apparat, in diesem großen Ensemble, mag es da chaotisch zugegangen sein zwischen den Türen, aber das Ensemble war da, diese Architektur war da, war eine Umsetzung der exekutive Arm, natürlich war diese Behörde unter Aufsicht, sie stand unter Aufsicht des Finanzministeriums von Theo Weigel in dem Moment und sie war eine Umsetzung der Wirtschaftsreform und zwar unter der Bedingung der Währungsreform, weil es wird ja, das ist ein Mythos zum Beispiel, es wird gesagt, ja, ich rekurriere nochmal auf den Regime-Change, auf die Demonstration und auf die Losung. Kommt die Mark, wollen wir und so weiter. Also die Medien haben Anfang des Jahres 1990 drei Schocknachrichten in die Welt gesetzt. Die erste Schocknachricht war, die DDR ist zahlungsunfähig. Wir bewegen uns direkt in einem hohen Tempo auf einen Wirtschaftskollaps zu. Es ist aus und vorbei. Zweitens, die Motrow-Regierung ist regierungsunfähig. Sie hat keine Exekutive, sie bietet nichts an. Und die dritte Aussage war, es gibt so viele Flüchtlinge aus der DDR täglich, dass man im Mai, damals war noch der 6. Mai das Thema, dass man im Mai gar keine Wahlen machen kann, weil die Menschen so abhauen. Das Land leert sich, also es gibt kein Material, keine Menschen, die hier irgendwie zur Wahl gehen können wollen. Deshalb sagte, also das war die Message, die Schocknachrichten der Medien. Und Kohl, und das ist ein typisches Merkmal eines Regime-Change, Kohl schritt ein und sagte, Sofortprogramm. Das ist also dieser Interventionismus, diese Responsibility to Protect, was jeder Staat macht, wenn er ein Regime-Change macht. Das ist dann dieses 10-Punkte-Programm. Das war dann schon, das 10-Punkte-Programm war dann, also der hat gesagt, dann gibt es das Geld. Okay. Das war sozusagen der Interventionismus, Sofortprogramm. Er hat, und das ist die Legitimität, er hat sich ermächtigt aufgrund der Schocknachrichten, in den Medien, hat sich das Kabinett ermächtigt und gesagt, Soforthilfe, ja? Intervention, wir greifen jetzt ein mit unseren Thinktanks und all dem ganzen Apparatismus. Das ist ja dann der Treuhand alles noch vorausliegend, worüber wir gerade geredet haben. Das war ja im März. Ja, genau. Jetzt wäre es interessant, Dirk Laps dazu zu hören. Das können wir jetzt aber, glaube ich, gar nicht. Alles um 9 ist. Wir müssen mal lüften, sehe ich das richtig? Kollegen, die hier die Administratoren seid. Also wir lüften jetzt 10 Minuten. Und das wäre schön, wenn wir uns dann nochmal zusammenfinden. Ich hätte noch eine Frage und dann unter Ihrer Einbeziehung von Ihnen noch ein bisschen weiterreden. Lüften wir also ein bisschen. Machen wir. Gut, ich glaube, wir sind dann, jetzt ist abgeschlossen, können wir weitermachen. Ich hätte noch ein Thema oder eine Frage, aber Dirk Laps wollte zunächst, nach dem, was er zuletzt gehört hatte, glaube ich, noch was sagen. Ja, genau, also einer der Hauptpunkte meines Buches ist ja, gerade geht ja hier auch darum, 1990 freilegen, mit welcher großen Brutalität der Westen, also die Akteure in Politik und Wirtschaft sozusagen diese Übernahme durchgezogen haben. Das ist jetzt kein Mythos, also das ist Fakt. Ja, das ist, die Allianz hat sich am Tag nach dem Mauerfall hingesetzt und gesagt, okay, wen brauchen wir im Osten, um da an die Versicherung ranzukommen, wenn es soweit ist. Die Deutsche Bank hat sich Edgar Moss gekrallt von der Staatsbank, hat ihn ein Feldtelefon von der Bundeswehr besorgt, damit sie halt telefonieren können und hat ihn clandestin in Jets durch die Gegend geflogen. Die haben vollendete Tatsachen geschaffen, so schnell es ging. Und haben einfach einen wahnsinnigen Druck aufgebaut. Und die Tragödie ist, dass sozusagen die Bürgerrechtler und auch andere Akteure in der DDR gar nicht gewusst haben, was sozusagen das ist ja der Hauptpunkt in meinem Buch. Die sind wirklich wie die Kavallerie da eingefallen und die Ostdeutschen hatten keine Chance. Am tragischsten fand ich wirklich so die Volkskammer frei gewählt und die haben alle Träume gehabt. Da waren da schon die Lobbyisten, das fand ich sehr eindrucksvoll. Und haben die halt zugelabert, die Abgeordneten, und natürlich angelogen. Eine der Hauptlügen war, Stichwort Joint Venture, also wenn ihr das nicht so macht, dass Westdeutsche 100% übernehmen können, dann kommt da gar kein Kapital. Das ist natürlich eine glatte Lüge. Die haben einfach mal versucht, komm, wir versuchen mal 100%, vielleicht fallen sie drauf rein.
Wenn man gesagt hätte, nö, 50-50 ist halt so, take it or leave it, dann hätten sie es so. Das heißt, diese Brutalität auch in der, bei der Währungsunion, beim Vereinigungsvertrag, steht alles ja auch in meinem Buch, ja, dass sie mit einer wahnsinnigen Brutalität natürlich sich das genommen haben. Wenn man die Akteure fragt, sagen die, naja, wir hatten halt Angst, dass das Fenster wieder zugeht. Ja, wir hatten Angst, die Sowjetunion kollabiert uns unter den Fingern weg und wenn dann irgendwie wer auch immer dann kommt, es war ja nicht klar, ist ja dann auch passiert, dann ist sozusagen die Chance vorbei, wir müssen jetzt Nägel mit Köpfen machen. Und das haben die mit einer wahnsinnigen Brutalität gemacht. Ganz sicherlich auch mit allen Methoden, die man sich vorstellen kann. Es gibt in der Tat auch interessante Geschichten zu diesen Plakaten, die dann aufgetaucht sind mit dem Währungskurs und so. Das ist sozusagen überhaupt nicht, ich glaube einfach, dass also wenn man im Westen sozialisiert ist, war einem klar, wie brutal die Konzerne vorgehen und die Politik vorgeht. So bin ich aufgewachsen, sind wir ja sozusagen in der Schule und so, da haben wir ja ständig drüber sozusagen diskutiert. Und da hat man ihn dann entfesselt gesehen und das war ultra brutal. Das sagen ja selbst die handelnden Akteure sozusagen, würden das glaube ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Also ich glaube so deswegen wundert mich das so ein bisschen, weil so dieser, ich glaube dieser, dieses diese Behauptung, dass das jetzt alles irgendwie friedlich abging oder einvernehmlich, ist ja... Ohne Tote. Nein, aber sozusagen, das war eine brutale politische Übernahme, das ist ja Fakt, ja. Absolut, das gibt ja am Runden Tisch und auch in der Volkskammer und auch unter der Modo-Regierung gibt es ja verschiedene Debatten. Es gibt eine Debatte, die im Vorfeld des Wahlkampfs stattfindet, wo die Grünen und die Linken eine Entscheidung herbeiführen wollen, dass sie nicht unter Dominanz der Westdeutschen geführt werden kann. Aber die wird in der Tat aber auch von der ostdeutschen SPD abgeschmettert. Die sagen, ja, das geht jetzt nicht. Wir sind dabei schon so verflochten, das läuft auf einen Prozess zu, der wird deutsch-deutsch. Da können wir doch die anderen jetzt nicht ausklammern aus dem Prozess, der die Meinungsbildung und das Parlament bei uns bestimmt. Das ging zum Beispiel. Ja, und aber immer auch generell, ja, wer war denn mit am brutalsten? Die westdeutschen Gewerkschaften. Richtig. Wer hat denn irgendwie gesagt, ne, das und das dürft ihr nicht und wenn ihr hier unsere Arbeitsplätze gefährdet, das ist ja Klientelpolitik, ja. Die Bundesrepublik, und das zieht sich in die neue Bundesrepublik quasi rein, stand immer für Klientelpolitik und war relativ friedlich, weil es eben relativ starke, ne, die Gewerkschaften waren relativ stark, aber die haben alle gnadenlos ihre Interessen durchgezogen. Und ich habe zig Gespräche auch mit Abgeordneten damals geführt, also zig, aber einige Gespräche mit Abgeordneten geführt, die gesagt haben, bei mir saßen ständig Leute aus meinem Wahlkreis im Büro und haben gesagt, wenn du drüben hier da mitmachst, dass da der Konkurrenz drüben aufgemacht wird, dann kriegst du richtig Ärger, dann wirst du hier nicht wiedergewählt. Ne? In deinem, also klar. Aha. Das ist auch völlig, wo dann auch gesagt wird, das war halt ein Dilemma. Es war halt, die Westdeutsche, was auch immer, Glashersteller, hätte am Freitag 2 Stunden die Maschinen länger laufen lassen, dann haben die den Bedarf im Osten gedeckt. Und fertig. Und dann haben die gesagt, ihr baut die da nicht auf. Das ist so Klientelpolitik. Wir sind wichtiger als der Westen, ist jetzt wichtiger als der Osten. Nein, ich glaube auch, dass brutal ist das richtige und passende Wort in dem Zusammenhang. Es gibt einen Punkt, Sie haben teilweise vorhin schon darauf Bezug genommen oder im Ansatz darauf geantwortet, der mich mit dieser Treuhandgeschichte in den frühen 90er Jahren beschäftigt und auf den ich keine wirklich befriedigende Antwort gefunden habe, wenn ich mich recht entsinne, streifen Sie in Ihrem Buch auch das Thema der Proteste gegen die Treuhand. Nicht nur in Berlin, nicht nur in Leipziger Straße, sondern auch da, wo sie in den ehemaligen DDR-Bezirken ihren Sitz hatte. Das fängt sehr zeitig an, das fängt sogar schon an, bevor die Treuhand da ist, dass die ersten Proteste aufflammen. Und sie sind teilweise heftig. Aber sie führen nicht zu dem Resultat, dass die protestieren oder die da aufbegehren, damit verbinden, in ganz seltenen Fällen. Es gibt Fälle wie im Stall bei Kenningsdorf, wo der Protest besonders massiv ist und irgendwie noch ein Kern des immer Unternehmens und auch weitgehend die kommunalen Wohnungsbestände vor der Privatisierung gerettet werden. Aber das ist fast schon eine Ausnahme von der Regel. Das ist eine noch komplett, finde ich jedenfalls, trotz vieler Ansätze, noch eine komplett unerzählte Geschichte. Die Geschichte von etwa 1990 bis 1993. Es gibt massive Proteste. Das ist ja dokumentiert von Gewerkschaften, also ostdeutschen Gewerkschaften, da gibt es ganz interessante Dokumentationen. Ich habe mir davon auch einen Teil angeschaut, aber ich glaube, in der Breite des Prozesses, da würde einem eine Untersuchung gut tun, weil nicht nur aus Gründen sozusagen der historischen Gerechtigkeit oder der Faktizität des Vorhangs, sondern auch, weil
mitunter in den Interpretationen, die auch in dem Begriff der Übernahme liegen, immer ein wenig mit dem Raum schwingt. Ja, die haben einen Prozess angestoßen, dann sind sie sozusagen ihre eigenen Errungenschaften teilweise enteignet worden, dann würden sie eigentlich aus Tätern zu Zuschauern des Prozesses, wenn nicht sogar zu Opfern. Und diese Opfergeschichte missfällt mir zutiefst. Die treuen als Opfer. Ja, ja, das Interessante. Missfällt mir zutiefst. Ich glaube, sie waren nicht Opfer des Prozesses. Sie haben den Prozess in Gang gesetzt, das ist eh mal klar. Dass dann andere Dominanzen eine Rolle spielten, ist auch klar. Dass der Prozess teilweise dann auch brutal ablief, kann man sich, glaube ich, sehr schnell darüber verstehen. Es wird wenige geben. Ich glaube, auch die eigentlichen Drahtzieher des Prozesses würden sagen, ja, das war ziemlich brutal, das war ziemlich heftig. Ja, noch stolz auf sein, Frau Breul hat, glaube ich, einmal gesagt in einem Interview im Rückblick vom letzten Jahr, was wir denen am Osten zugemutet hätten, hätten die Westdeutschen nicht ausgehalten. Das finde ich so eine interessante Antwort. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Man kann es nicht. Ja. Die Westen hatten keine Treuhand. Also das ist interessant mit den Protesten, weil es gab viele, aber ich habe auch mal mit dem Chefliquidator darüber gesprochen, der Ludwig Trenkner. Hab ihn gefragt, wie war denn das eigentlich? War das jetzt immer so? Weil die sind ja meistens bei großen Betrieben wirklich dann auch hingefahren und haben dann auch dann teilweise gab es ja öffentliche Veranstaltungen. Gab es oft mal Ärger, aber er meinte, naja, ganz oft gab es auch gar keinen Widerstand. Und dann sagt er so, wissen Sie, die saßen da so vor ein hunderte von Leuten, als hätte man ein nasses Tuch über die gelegt. Und das weiß ich noch, das weiß ich noch, wie Holle, wie das zu mir sagt, wie so ein nasses Tuch, da kam kein Widerstand, da kam gar nichts. Die waren auch teilweise, denn man hatte ja alle sozusagen Organisationsmöglichkeiten zerschnitten. Die Gewerkschaft war ja Teil des Apparats, sie fiel ja weg, das hatte man ja nicht, diesen Apparat hatte man ja nicht. Dann hätte man irgendwie mit Betriebsräten und so und man war halt wahnsinnig machtlos und so ja. und das sozusagen, das haben mir einige beschrieben, also es war erstaunlich oft so, natürlich gab es Henningsdorf, es gab Bischofferode, was ja auch fast schon überraschend kam, ne? Das darf man nicht vergessen. Das Jahr davor war schon relativ ruhig, also die Leute waren dann, Robert hat auch viel geändert, der Mord. Danach war dann erstmal wieder, es hat so ein bisschen den Stecker gezogen. Aber ich fand es eher erstaunlich, wie wenig es war. Das wird ja auch oft gesagt, also dass es nicht viel, also sozusagen. Und ob man das jetzt nicht mitgekriegt hat, das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Das müsste man tatsächlich. Ja, ist ja auch nur eine Idee, die ich hätte. Irgendwann also sollte das mal aufschreiben. Also sollte das mal alles sammeln. Das wäre, glaube ich. Ich würde ganz gern was zu den Protesten sagen. Bitte, darf ich noch eine Frage daran knüpfen? Ja. Genau. Die nehmen wir mal kurz auf sein Buch Bezug. Er zeigt an einer Stelle, genau. 50.000 Landwirte, Ostlandwirte, versammeln sie gleich 90 am Alex, weil deren Produkte nicht mehr gelistet sind. Kriegen ihre Milch nicht mehr los, ihre Produkte nicht mehr los. Sie sind natürlich extrem sauer. Und dann denke ich mir, okay, am 4. November standen da nicht 50, sondern 500.000, vielleicht sogar 700.000. Und jetzt stehen da 50.000 und am anderen Ort auch 10.000 oder 20.000. Und das war doch ein Thema, das alle anging. Warum standen da nicht auch wieder 100, 200, 300, 500 und gesagt, sorry, so machen wir das nicht. So machen wir das nicht. Warum eigentlich nicht? Also mit diesen Protesten ist es ja so, ich habe die in diesem Buch hier erstmalig errechnet, Exil, was jetzt im Oktober rauskommt. Da habe ich mich Erzählen Sie es uns. Ja, da beziehe ich mich auf Dietmar Date, da beziehe ich mich auf Bernd Gerke, auf Renate Hürtgen und verschiedene andere Autoren und Chronisten, die Dinge zusammengetragen haben und zwar schon vor 20 Jahren. Und der Dietmar Date war beispielsweise der Erste, der eine Zeitungschronik angefertigt hat. Also der Dietmar Date hat ermittelt, dass also nur 4 Tageszeitungen diese Proteste begleitet haben. Also während beispielsweise... Also hatten keine Öffentlichkeit sozusagen. Die hatten gar keine Öffentlichkeit, also keine Medienöffentlichkeit in dem Sinne. Also außer, dass sie mal kurz im Fernsehen auftauchen. Ja, aber die Grossisten quasi, die ja auf den Zeitverlagen saßen, die hatten kein Interesse mehr, weil es im Grunde genommen nach dem 1.7. war ja das war ja der Super-GAU. Da gab es ja keine DDR mehr. Und da hatten sie auch gar kein Interesse mehr. Also die Richtung quasi war ja eine andere Stoßrichtung. Aber dokumentiert wurden die von der neuen, die Neue Zeit, das Neue Deutschland, noch 2 Zeitungen. Noch 2 Zeitungen. Und da gab es also eine Chronik von Bernd Gerke, die ist öffentlich von Dietmar Date, die ist öffentlich zugänglich. Dann habe ich also zig andere Medien
kleinere Chroniken, die weniger bekannt sind und. Und da habe ich eine Chronik der Vertreibung, nenne ich die. Also die hat hier 300 Seiten drin in diesem Buch. Also das ist wirklich nur ein Dummy, nur so zum für die Oberfläche, fürs Design. Mit 300 Artikeln, also es haben protestiert, also die mir zugänglich waren, waren 3 Millionen. Ich habe 3 Millionen errechnet. Es waren aber 3 bis 4 Millionen, weil es gibt eine Dunkelziffer. Also es waren mehr als in den Demonstrationen in der Revolutionszeit 89 unterwegs waren. Und die wurden im Grunde genommen von den Medien ignoriert. Also ich habe parallel eine Analyse gemacht zu entsprechenden Artikeln an den jeweiligen Tagen im Spiegel und die Zeit. Und auf welchen Zeitraum bezieht sich das? 90 bis 94. Bis 94, ja, okay. Ja, genau. 90 bis 94. Und dort wurden dann wiederum die großen Errungenschaften, der großen Siege der Investoren praktisch und auch Kriminalstories wurden ja so richtig ausgeweitet da im Spiegel. Der Spiegel ist super bis 1900, in die Nullerjahre hat der Spiegel sehr offensiv und war da überhaupt nicht zurückhaltend mit der Vereinigungskriminalität, also mit den einzelnen Akteuren und mit den hochkriminellen Stories. Also die wurden dort im Spiegel doch ziemlich auch. Aber es wird kaum was über die Bevölkerung in der DDR berichtet. Aber es waren 3 bis 4 Millionen zwischen 1990 und 1994. Die protestiert haben. Die protestiert haben, ja. Okay. Ja, das ist doch gut. Bernd Gerke hat diese Chronik gecheckt. Also wir waren im Dialog, wir sind im Dialog, weil diese Chroniken sind auch öffentlich. Also man kann sie, also das ist sozusagen Open Source. Aber seine Analysen zu den Protesten. Mhm. Und er hat das gecheckt und hat mir bestätigt, dass er auf dieselbe, also er hat das bestätigt und übernimmt jetzt oder zitiert diese Arbeit in seinen weiteren. Aber ich meine, Dirk Labs ist ein Begriff, glaube ich, zu widersprechen, aber ich will nur kurz einstreuen: diese 3 Millionen kommen ja nicht an einem Tag zusammen, sie kommen auch nicht in einer Woche zusammen, sie kommen binnen 4 Jahren zusammen. Das heißt, das hat sich niemals so hochgeschaukelt, dass es zu einer kritischen politischen Masse werden konnte. Nee, nicht das, mit 5 Millionen. Das ist doch der entscheidende Punkt. Obwohl jeder einzelne dieser Proteste eigentlich ein guter Andockpunkt für alle anderen, die auch Grund hatten, sich zu empören, gewesen wäre. Das ist doch ein bemerkenswerter Punkt. Wenn man sozusagen die Massenlogik aus den Aufbruchswochen und Monaten betrachtet, da sind es 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, sieht man, okay, Leipzig jetzt 60.000, 80.000, der Prozess wird irreversibel. Ein Land ist auf den Beinen. Und hier ist es ja so, man kämpft einzeln und wird einzeln geschlagen. Und das finde ich bis heute einen bemerkenswerten Vorgang. Tut mir leid. Bitte. Sie glauben den 3 Millionen nicht. Nein, greifen Sie mir nicht vor. Das kann ich jetzt überhaupt, ich kenne das Buch und die Quellen nicht, aber ich habe jetzt gerade wieder sehr, sehr viel Fernsehmaterial gesehen. Und also die Behauptung, dass nicht über die Demonstration berichtet worden ist, stimmt nicht. Ja, also das schaukelte sich im März. Der Ablauf war ja so: Kohl hat gesagt, bis zur ersten gesamtdeutschen Wahl wird hier niemand entlassen. Ne? Wir wollen die Wahl gewinnen. Und dann gab es ein Treffen mit dem Verwaltungsrat der Treuhand, wo der spätere Bundespräsident Köhler das berühmte Zitat sagt: Jetzt muss auch mal gestorben werden. Und dann fing man an. Ab sozusagen Dezember waren die alle noch in Skiferien, dann haben sie praktisch ab Dezember, Januar richtig angefangen zu schließen. Und innerhalb kürzester Zeit, Januar, Februar, März, gehen die Montagsdemos wieder los, gibt Proteste, es gibt wahnsinnig eindrucksvolle Bilder von Spiegel TV, wie in Suhl die Treuhandniederlassung gestürmt wird. Es gibt in dem Beitrag wahnsinnig eindrucksvolle Interviews, die habe ich jetzt für den Film nochmal genommen, was wirklich auch eindrucksvoll war, bei Simpson, wo die Arbeiterinnen sagen, sollen wir uns hier alle aufhängen oder was, und wo die einfach diese Lehre, das wird alles abgebildet, und dann merkst du richtig, auch in der ganzen Presse, überregionalen Presse, breit berichtet, und in der Woche vor dem Rohwedder-Mord, das ist ein Brennpunkt auch in der ARD, ich habe das Rohmaterial auch gesehen, da waren dann in Leipzig so ungefähr 50.000, 60.000 Leute, Hubschrauber fliegen drüber und so weiter, da gibt es super Interviews auch mit, wo es übrigens auch wieder um die Funktionäre geht,
ja, Interviews in der ersten Reihe, die sind ja nicht verwandt worden, aber das habe ich dann genommen, wo dann einer sagt, dass das kotzt uns so an, wenn wir sehen, wer jetzt hier wieder Karriere macht und wir stehen hier wie die Deppen auf der Straße. Das wurde alles berichtet, aber dann hat tatsächlich dieser Rohwedder-Mord so einen Stopp erstmal, für so einen Stopp gesorgt, ja, dass man das Gefühl hatte, dass jetzt irgendwie so, das hat irgendwas gemacht. Dann gingen die Proteste immer weiter. Henningsdorf wurde alles berichtet. Da gibt es wahnsinnig gute Dokumentationen, Filme. Nur natürlich haben die Reporter und sozusagen die Rezipienten, vor allem im Westen, teilweise auch im Osten, die Lust verloren. Das war also ganz normal, sie ist ein bisschen ermüdet worden. Das ist dann immer, die Berichte sind immer kleiner geworden, sind immer weiter weggerutscht. Und die Treuen hat dann schon gedacht, so, jetzt sind wir durch. 93, jetzt interessiert das hier niemanden. Das können wir machen. Oder? Genau, wir können hier machen, was wir wollen. Dann sind die völlig kalt erwischt worden. Richtig. War ja Sommer. Richtig. Haben das auch ganz schlecht gehandelt. Und das haben sie richtig durchgestanden. Und dann wurde es richtig heftig nochmal. Dann wurde es richtig heftig mit dem Hungerstreik. Ich war selber überrascht. Ich war da damals nämlich gerade im Ausland. Da waren dann wirklich wie heute. Live-Schalten zum Morgenmagazin, Interviews mit den Hungerstreikern. Da kam der Gysi noch dazu, ein Politiker. Es war ein Riesen-Event. Ne? Und wie gesagt, im Hintergrund war die Messe schon lange gesungen, aber auch viel, viel gelogen dann natürlich. Aber dass man das nicht berichtet hätte, ich finde den Punkt, den Sie eben gesagt haben, fand ich auch das Spannende, diese Vereinzelung. Dass es da überhaupt keine Organisation gab, dass jeder kämpft und stirbt für sich alleine. Das ist mir auch so aufgefallen. Und was ich auch meinte, dass eben wirklich wahnsinnig viele Leute frustriert und leer und sozusagen die Energie nicht hatten, da irgendwie noch zu kämpfen, weil sie halt einfach tausend andere Sorgen hatten, auch überfordert. Also diese Interviews mit diesen Frauen aus dem Simpson-Werk, die sind so eindrucksvoll, wie die völlig verzweifelt sind, ja, die einfach auch völlig überfordert, verzweifelt. Und man denkt, gleich geht sie auf den Balkon und springt runter, was ja auch viele Leute getan haben. Ja. In dem Punkt haben Sie recht, ich habe wahnsinnig viele für ein Buch, wahnsinnig viele Dokumentarfilme gesehen, die in der Zeit entstanden sind, wo man sieht irgendwann auch eine tief sitzende Müdigkeit bei den Leuten. Und das hat schon etwas zu tun mit der nachlassenden Dynamik des 89er Prozesses. Da sieht man das auch. Natürlich hat der westliche Einfluss spielt eine Rolle, aber man sieht auch, dass sozusagen der Aufschwung, der Aufbruch in dem Augenblick ins Stocken gerät, wo die Frage auf die Tagesordnung kommt: Wie halten wir es mit dem Staatseigentum? Welches ökonomisches Modell könnte geeignet sein, das irgendwie effizient zu gestalten? Wie könnte diese Eigentumsform, die ja weitgehend herrenloses Eigentum und unbesorgtes Eigentum war, wenn wir einen Zeitraum hätten, ein bisschen Atem hätten, um das auszuprobieren, wie könnte das sozusagen mit den Motiven und Interessen der Leute vermittelt werden, was dann der Fall war? Und dann sieht man mit einem Mal, im Wechselspiel Ost und West, also westliche Dominanz und der Erinnerung dieser 40 Jahre, plötzlich auch ein Stimmungswechsel. Sorry, keine Experimente mehr. Lasst uns das bewährte Modell nehmen. In der sozialen Marktwirtschaft, im rheinischen Kapitalismus kann es das Schlimmste nicht passieren. Irgendwie wären wir schon durchgehalten. Und dadurch verliert das sozusagen enorm an Durchschlagskraft einerseits. Und das ist auch immer ein bisschen der Background für diese Vereinzelungsprozesse, die dann stattfinden. Auch wenn es sozusagen neuralgische Punkte gibt oder Konzentrationspunkte gibt. Mir fiel das zum ersten Mal auf für ein Buch, das ich nächstens veröffentlichen wollte, habe ich mir noch mal diese Montagsdemo vom 4. November angeschaut. Und da gibt es einen wirklich interessanten Punkt, das ist die Rede von Heiner Müller, der vorhatte, irgendwas wahrscheinlich Großartiges zu sagen, Offenheit und was weiß ich alles, aber er lässt das weg und liest stattdessen einen Aufruf der unabhängigen Gewerkschaften, der ihm zugesteckt worden war. Und dieser Aufruf passt irgendwie nicht zur Feierlaune der Leute. Da sagt er, zieht euch warm an, das wird kein Honig schlecken, man wird euch über den Tisch ziehen wollen. Und das gibt es auch als MP3. Und wenn man das hört, man plötzlich so vereinzelt rufe, aufhören, tritt mal ab, ist gut. Und das wird immer stärker, dieser Sound, aufhören. Wir wollen das jetzt nicht hören. Der Witz ist, dass dieser ganze Diskurs von Freiheit, Offenheit, frischer Luft, teilweise eben auch ein Verdeckungsdiskurs in Bezug auf die Grundlagen dieses ganzen Umgestaltungsprozesses ist. Das wird weitestgehend ausgeblendet. Die Leute protestieren 1:1 Privatvermögen, aber man sieht nicht, man sieht keine Demonstrante, stellt unser Wirtschaftsunternehmen 1:1 um. Man sieht auch keine Demonstrationen, Plakate, sofort die Privatisierung der Unternehmen, obwohl das die notwendige Folge des Prozesses war. Das sind so Unwägbarkeiten im ganzen Vorgang, die man im Blick haben muss, damit man sozusagen erst die aufsteigenden und dann die absteigenden Linien dieses Prozesses versteht, glaube ich. Ja, absolut, wenn ich das noch sagen darf, das fand ich wirklich faszinierend. Ich habe dann irgendwann ein Material gesichtet vom DFF aus dem Januar 1990.
Da ging es einfach, das war wirklich so Beobachtungen in Ost-Berlin so. Und da war schon die, da war schon eine unglaubliche, da war das schon komplett weg mit der, mit irgendeiner Feierlaune. Da war schon wirklich diese Katerstimmung und da war so ein ganz merkwürdige, und das hängt sicherlich damit zusammen, und auch die Bürgerrechtler hier aus die Straße runter haben ja auch schon bei Gorbatschow gesagt, jetzt kommt die D-Mark-Armee. Und wir müssen uns was überlegen. Und waren die Mana in der Wüste, die gesagt haben, das wird hier alles ganz, wenn wir nicht aufpassen, werden wir überrollt. Ja, also, genauso ist es ja gekommen. Das war auch die Wurzel der Verachtung, die die Bürgerrechtler für das sogenannte Volk haben. Das weiß ich. Das sind einfach durchgereicht worden, sind mit ihren Forderungen nicht durchgekommen. Ja, genau. Okay, plötzlich ja, abgemeldet, ja. Na gut, klar, na ja, was sind den Wahlen abgestraft genau, worden. Ja. Einer von denen, Sascha Kowalczuk, hat mal gesagt, wir haben die Leute gehasst. Wir haben das Volk gehasst. Eigentlich waren wir dran. Also das weiß eigentlich waren wir, sorry, wir haben die Rallye gemacht. Ja. Und da spielen wir gar keine Rolle mehr. Ja. Und fristen fortan unser Dasein in der sozusagen Dauerbeschäftigung in Stasi-Behörden mit der DDR. Und zwar war was völlig anderes zugedacht. Ja, das stimmt. Also das ist heute tief sauer über dieses Scheißvolk, weil ich einen Westen verkauft, da die Bananen gefressen hat. Ja, wann war für mich die Messe gesungen? Also ich saß ja auch als Westdeutscher vom Fernseher und war fasziniert von den Montagsdemonstrationen und habe mitgefiebert. Und als die Wahl war, und wir haben Kohl gehasst, wir haben so unter denen gelitten, da war für mich, da war für uns im Westen, da haben wir gesagt, okay, wisst ihr, und vor allen Dingen mit der Marge, ja, klar, da haben wir gesagt, okay, dann könnt ihr uns mal. Dann macht doch, dann nehmt den doch hier, vielen Dank fürs Gespräch, jetzt haben wir nur 8 Jahre, ihr kennt ihn nicht. Ich weiß, die Westdeutschen haben das auch nicht gemocht, und, wie die Ostdeutschen da entschieden haben. So, überhaupt nicht, ne? Also gerade so jetzt so diese ganze Linksliberal, da war das, deswegen, da war auch ein großer Punkt, dass die sozusagen, die man gebraucht hätte, um auch Hilfe zu kriegen, haben gesagt, oh, das hat dann wirklich sehr lange gedauert, ehe man da mitgefühlt hat, weil man gesagt hat, ihr seid ja denn. Und dann natürlich auch, was man auch nicht vergessen darf, was natürlich ungerecht ist, weil man natürlich verallgemeinert. Aber dann ging das los mit der rechten Gewalt. Und wir waren alle geschockt. Wir haben gesagt, was ist denn da drüben los? Was kommt denn da jetzt auf uns zu? Das wollen wir gar nicht. Ne? Also unsere Hauptquelle war ja Spiegel TV Sonntagabend, und die waren ja nah dran, und da hast du Sachen gesehen und Sachen, gegen die wir gekämpft haben. Und, und ich habe auch Stories ostdeutsche Hooligans in Hamburg erlebt, da dachten wir so, dass und da sozusagen war die Solidarität auch sofort weg. Ja, da hat man ja nicht gesagt, oh, jetzt müssen wir aber Sachen wie Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda haben natürlich dann Möll noch teilweise in den Hintergrund gedrängt. Und, ja, davor auch. Und war ja dann danach. Ja. Und überschauen lassen, dass wir haben ja lange mit einem gesamtdeutschen Phänomen. Aber das hat viel Sympathie gekostet, das vollkommen. Und wir waren, und noch ganz kurz, also für uns war Ostdeutschland nicht auf der Landkarte. Golfkrieg war wichtig und wir waren in den USA gedanklich unterwegs und haben uns das ein bisschen angeguckt. Das fand ich ganz spannend. Und als dieser Backlash dann kam mit der Wahl, da war sofort das Interesse weg. Ich glaube, dass für die meisten Westdeutschen, nicht für alle, aber für die meisten Westdeutschen, noch immer das galt, was Adenauer, glaube ich, mal gesagt hat, dass hinter Braunschweig gleich die asiatische Steppe beginnt. Also ganz so ist es nicht, aber... Das war, glaube ich, ungefähr der Interessepunkt des Westens am Osten, aber es gab Ausnahmen, rühmliche Ausnahmen. Das war ja sozusagen, liebe Jana Mielef, wenn Sie noch was sagen wollen, sagen Sie es vielleicht in Kürze, weil ich würde gern noch mal in die Runde fragen, dass wir hier nicht eine Mitternachtssession machen. Ich möchte noch mal ganz kurz auf dieses Jahr 1990 rekurrieren, weil es gab da auch noch bis zum 18. März eben diese sogenannte Reformregierung. Und das Fatale an dieser Reformregierung war perspektivisch hoffnungsvoll, dass sich organisierte, dass sie eigentlich zum Scheitern verurteilt war, dadurch, dass der ganze Maßnahmenkatalog, wie eine Übernahme mit der DDR stattfinden könnte, schon vorlag. Der lag vor. Und zwar, das bezeichne ich ja tatsächlich als Annexionsplanung, die seit 1952, also zuerst in der Leitung von Friedrich Ernst, dann später von Gradl, geführt wurde vom Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen, dann später innere Beziehungen. Das möchte ich Ihnen sehr gerne vorlesen, beziehungsweise nicht vorenthalten, weil nämlich also der Friedrich Ernst hatte einen oder wurde beauftragt, einen Forschungsbeirat zu gründen für Fragen der Wiedervereinigung. Und der Maßnahmekatalog war erstens Währungsunion 1:1, Anschluss der DDR 2 an den Geltungsbereich der DM, zweitens Zerschlagung der Planwirtschaft, drittens Privatisierung der VEB,
Privatisierung vor Sanierung via Treuhandverwaltung, Umstellen der DDR-Wirtschaft auf Marktwirtschaft, fünftens Freisetzung der Person des öffentlichen Dienstes, was alles passiert ist, das heißt Verwaltungs- und Wirtschaftseliten der DDR, und sechstens Löschung der Souveränität der DDR. Das ist hochinteressant, dass also dieser Maßnahmekatalog gewissermaßen zwischen 1952 und 1969 wurde der Forschungsbeirat zur Forschungsstelle umgewandelt, gewissermaßen vorlag. Es heißt in der öffentlichen Erklärung, gut, also seitdem Willy Brandt kam, gab es einen Bruch in der Politik, in der Ostpolitik. Deshalb wurde der Forschungsbeirat zur Forschungsstelle umgewandelt und es gab auch noch einen Arbeitskreis. Also es war alles etwas runtergekocht. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Arbeit in der Forschungsstelle und im Arbeitskreis, der auch an der TU Berlin tätig war, abgeschafft wurde, diese Arbeit. Und interessanterweise, ich komme ganz kurz nochmal auf diesen Regime-Change, interessanterweise im Februar, da ging es zack, zack, es ging Schlag auf Schlag. Es wurde die Allianz für Allianz für Deutschland, ja, genau. Diese Allianz für Deutschland gegründet. Vorher wurde von der CDU dem Demissionär vorgeschlagen oder nahegelegt. Und diese Form der Nahelegung, die waren sehr bizarr. Also das haben Sie, Herr Labs, Sie sind ja da nun also wirklich ein sehr geprüfter Kenner, was extremistische Mittel betrifft. Also da, man muss auch immer bedenken, es gab Ostbüros. Es gab seit der Adenauer-Ära gab es Ostbüros, das CDU-Ostbüro und die Exil-CDU in der DDR, keinen anderen Auftrag hatten als eine Opposition zu bilden, also dass der de Maizière also aus der Motorregierung bitte austreten sollte, das wurde ihm nahegelegt. Dann wurde das ging dann los nach dem 28.11., nach dem 10-Punkte-Programm. Und dann war der plötzlich, wo er noch im Dezember verkündete, es gibt keine edlere Idee als den Sozialismus, einen Monat später sagte, es gibt nichts Verwerflicheres als den Sozialismus. Und dann also als Edelkandidat für die Wunschregierung von Kohl. Weil, nochmal Legitimität, die BRD war nicht legitimiert in der DDR, weder ein Wahlkampf noch eine Scheinpartei wie die Allianz für Deutschland oder eine Komplizenpartei oder andere Dinge zu rekrutieren. Sie war völkerrechtlich und verfassungsrechtlich nicht befugt. Deshalb gab es also diese Unternehmung wie die Büros, zig Büros. Und es gab diese Joint Ventures mit diesen Zeitungen und diese Shock News und. Es kam zu dieser Parteiengründung und deshalb auch die Schnelligkeit, weil das verfassungswidrig und völkerrechtswidrig auch war. Die Völkerrechte mussten sehr schnell beseitigt werden. Es musste die Legitimität, die staatsrechtliche Legitimität der DDR so schnell wie möglich beseitigt werden. Das war ja die Eile, weil es ging ja um die Umsetzung einer Wirtschaftsreform, die nur über eine Währungsreform 1:1 ging. Und das Blöde war, Hans Motrow reist am 13. Februar an dem denkwürdigen Datum zu Kohl und bettelt um 15 Millionen Euro. 15 Millionen DM. Kriegt er aber nicht. 15 Milliarden. Milliarden. Kriegt er aber nicht, weil da war sich Helmut Kohl schon ziemlich sicher, also weil nämlich am 5.2., also das war am 13.2. und am 7.2. wurde ein Kabinettsausschuss gegründet, Deutsche Einheit. Und deshalb widerspreche ich dem, dass das eine überforderte und planlose Behörde war. Denn der Kabinettsausschuss war schon genauso aufgebaut wie der Forschungsbeirat. Liebe Frau Mieler, das ist wunderbar, dass Sie meine erste Frage jetzt beantwortet haben. Zum Ende ist einfach fantastisch. Also wünscht man sich den Ablauf einer Debatte. Aber es ist gut, dass Sie es gesagt haben. Ich finde, ich würde dem auch gar nicht widersprechen. Ich würde nur eins hinzufügen, dass alles, was Sie beschrieben haben, geschieht unter tatkräftiger Mitwirkung einer wachsenden Mehrheit von Ostdeutschen. Ja, weil das war diese sogenannte Wahl mit den Füßen. Aber wie ist denn diese Wahl mit den Füßen zustande gekommen? Die sind ja hier, das Interessante ist,
Modrow möchte 15 Milliarden und Kohl investiert 20 bis 40 Milliarden für den Wahlkampf. Wer wollte den Typen weghaben, hat ihm das Geld nicht gegeben. Da das sind die doch mit den Bussen Vorhang, und was die nicht nein. alles, schieß darüber mich tot für 40 Milliarden. Also ich meine, dass die Bevölkerung, wenn darüber da in der Zeitung steht, Kollaps steht bevor, rette sich, wer kann, dass da alle natürlich die Mark wählen. Und was ist passiert? Sie haben die Katze im Sack gewählt, weil das, was sie gewählt haben, stand ein halbes Jahr später im Einigungsvertrag drin. Und das war genau der Maßnahmekatalog, der da drin stand. Also, ich glaube, wir kommen nicht zur Öffnung, wenn wir so weitermachen. Wollen Sie nochmal, lieber Lars? Einen Satz sagen, man darf nicht vergessen, die DDR war der Feind. Ja, eh klar. Das Kalte Krieg, der war der Feind. Ja. Und die haben, ja. Das waren kalten Krieger und die haben jetzt mit ihren Feinden abgerechnet. Das muss man einfach, glaube ich, wissen. Das ist so. Ja gut, vielleicht sind die 80er dann doch nicht mehr die 50er, oder? Doch, da waren kalte Krieger dabei, so Weigel und so, da kann man aber Überlieferungen, die haben dann alte Rechnungen gelesen. Okay. Ja, wie gesagt, um die Tatsachen würde ich auch nicht streiten. Können nicht den Hebel, 40 Jahre lang sozusagen ja, mit dich bekämpfen mit allen Mitteln und gegenüberstehen mit Armeen und dann... Ja, aber das würden die auch gar nicht bestreiten, das war ja immer, das war der Feind. Alles okay. Okay, wir hätten noch ein paar Minuten, wenn Sie Lust haben und wollen und eine Frage stellen wollen, einen Kommentar, Widerspruch äußern. Ja. Wollen Sie? Das ist nicht schön. Bitte. Bitte, Sie vorne, bitte. Wir können leider die Mikros nicht rumreißen, wenn nicht rumreichen. Ja, das. Nee, eben nicht. Eben nicht. So ein Schrecken dort oben. Bitte. Es gibt ja, glaube ich, ab heute gibt es ja eine große Netflix-Serie von Kollegen aus Berlin, die wieder behaupten, also mit, sozusagen, es war doch die Stasi. Es gibt zwei mögliche Täter, oder? Ja, also ich sag mal so. Die RAF hat das ja gestanden. Es gibt ein Interview mit Hogefeld, die gesagt, wir waren das und aus denen den Gründen. Es passt ins Konzept. Es ist sozusagen später von einem der Mitglieder der dritten Generation von Grams, der in Bad Klein erschossen worden ist, ein Barthaar gefunden worden, was dann eben erst 9 Jahre nach der Tat DNA-mäßig zugeordnet worden ist. Also das heißt, wenn man da jetzt eine Spur gelegt hätte, warum sollte man also ein Barthaar da ablegen, was man noch gar nicht von der DNA sozusagen entschlüsseln kann. Und das Haupt, dann wird immer gesagt, naja, die wussten, woher wusste die RAF, dass oben die Scheiben nicht gepanzert sind, unten gepanzert sind, aber nicht oben. Das war im Erdgeschoss, ne? Ja, genau, im Erdgeschoss war gepanzert, oben nicht. Dann sage ich, habe mich ganz viel mit Terrorismus beschäftigt, da ist dann auch viel Zufall. Und dann diese These, die Stasi steckt dahinter. Rohwedder hat ja, wie gesagt, die an nichts gehindert. Dann gibt es jetzt so die neue, wer sagt nicht Verschwörungstheorie, aber Gerücht, mehr ist es ja nicht. Er wäre irgendwie auf der Spur von 800 Millionen der Stasi gewesen und so. Da kann ich nur sagen, würde ich gerne die Akte sehen. Würde ich gerne die Akte, schwarz auf weiß, dann können wir darüber reden. Aber jetzt so in der neuen Serie geht es wohl, ist so ein verdeckt aufgenommener Whatever-Ermittler. Ich bin so ein bisschen, ich glaube, das ist immer so die Sehnsucht, eine komplexe Geschichte mit irgendwie, also ich sehe überhaupt nicht, warum sollten die, wer soll das in dem Moment sein? Ich habe ja gerade erklärt, dass große Teile der, also erstmal ist es ja so, hat mir mal ein ZK-Mitglied gesagt, hören Sie mal, Herr Lab, Sie müssen mal eine Sache begreifen. Die Stasi hat gar nichts gemacht, ohne dass wir es Ihnen nicht gesagt haben. Das denkt ihr Wessis immer. Ja, also das ist so, das ist ja auch so Taktik gewesen. So ein bisschen wie die Treuhand. Ja, die wird vorgeschoben und dann redet niemand mehr über die Entscheider im Hintergrund. Die haben nichts gemacht ohne uns. Ja, wir waren das Schild und Schwert der Partei. Wir waren die Chefs. Und die wesentlichen Figuren konnten sich fast ausnahmslos, außer die in diesem Übergangsprozess beteiligt waren, versorgen. Also ich kann nicht erkennen, wenn man sich Coco anguckt, kommerzielle Koordination, Schalk-Godukowski konnte machen, was er wollte, ja, also zusammen mit seinen Gehilfen. Also ich kann diese ganze These, das ist, also wie gesagt, wenn mir eine Akte zeugen, und das ist so ein bisschen nicht fundiert, ich finde das alles so, was ich auch gehört habe, was da so vorkommt, das gab es schon in 98, gab es schon den ersten Film, das RAF-Phantom und so. Gab es vielleicht Hilfe? Gab es so Joint Ventures, was es ja oft gab im Terrorismus? Möglich, aber Fakt ist, das war absolut logisches Ziel für die RAF, um sozusagen Anschluss zu finden an diese Debatte. Die waren ja abgehängt und sie wussten ja auch, demnächst wird es richtig schlimm, weil dann wurde nämlich ja klar, dass die alle schön drüben von der Stasi gedeckt gelebt haben.
Das passt. Und dann das nächste Argument, das sei so ein furchtbar schwerer Schuss gewesen. Ich habe mich da selber in den Garten hingestellt. Ja, es muss angeblich eine spezielle Waffe, die nur in Ostrand gewesen ist. Nein, aber der Schuss ist nicht schwer. Sah ich selbst als ungedienter Zivildienstleistender. Habe ich mit einem 60 Meter helles Fenster. Hätten wir auch geschafft. Also habe ich mit einigen Schützen drüber gesprochen, haben die mir versprochen, wenn der Ruber, der ist ja größer als ich gewesen, der ist 1,90 und noch ein bisschen breiter und der steht am Fenster, 60 Meter im Dunkeln, Fenster ist erleuchtet, du hast ein halbwegs gutes Gewehr und hast ein bisschen trainiert, das kriegt man hin. Das ist jetzt kein Schuss über einen Kilometer über den Rhein gewesen. Und auch so der ganze Ort, es war alles, also ich habe dazu neulich was jetzt im Guardian gesagt, ich habe gesagt, es ist alles okay, man kann über alles diskutieren, aber ich finde das im Zeitalter der ganzen Fake News und Verschwörungstheorien immer ein bisschen schwierig, wenn der Netflix da zwei Teile drüber macht. Und die Basis ist halt so, ne? Also, wie gesagt, wenn es eine Akte gibt oder einen Zeugen, richtig guten Zeugen, können wir über alles reden, aber. Nee, ich glaube dem auch nicht. Gut. Ich glaube, Sie da hinten wollten auch noch was sagen. Nicht eine Anekdote, schöne Anekdote zu erzählen. Ich habe im Bischofferode gedreht und habe da mit einem Ex, der da gearbeitet, auch seinen Arbeitsplatz verloren. Also jetzt später, nicht 93. Nee, genau, also jetzt erst gerade, ne, vor einem Jahr oder so. War ein sehr gutes Interview, war so sehr, hat das ganz toll erzählt, wie wichtig dieser Zusammenhang war, weil man hat alles zusammen gemacht, man ist zusammen in den Schulen gewesen, man, das war ja der ganze soziale Leben, wissen Sie alle, war ja organisiert über den Betrieb. Und dann hat er gesagt, dann ging das alles los und er hat dann auch gesagt, wir haben schon verstanden, dass die Politik sehr viel machtloser war, als wir dachten. Und das Schlimmste war, dass er dann irgendwann einsehen musste, dass all das, was sie in dem Unterricht in der DDR gesagt haben über die Markt oder den Kapitalismus, teilweise halt stimmte. Ja, das war ein ganz bitterer Moment. Aber die ersten zwei Jahre wollte er es dann natürlich nicht wahrhaben. Da haben sie immer noch gehofft, irgendwie, dass, ne? Und das darf man ja auch nicht vergessen. Es war ja auch so, man ist ja auch dem, oder viele Menschen sind ja auch dem neuen System oder dem für sie neuen System ja auch mit so einer naiven Freude entgegengetreten. Und das wurde ja so dermaßen, also sei es mit den Versicherungsvertretern, mit diesen ganzen Dingern, die man ihnen angedreht hat, man ist so dermaßen über den Tisch gezogen worden. Das dauert ja auch erstmal, ich das dann verstehe und verarbeite. Ne? Und dann greife ich natürlich nicht auf das verhasste Konzept zurück. Der hat das wirklich gehasst und so. Ne? Das ist natürlich schwierig dann, einfach so, wie ich damit geistig auch klarkomme. Nee, das stimmt schon. Das, was dran es gibt in dem 89er Prozess, also gerade da, wo der Umschlagspunkt von der radikaldemokratischen Phase in die national- oder wie Sie sagen, nationalistische Phase stattfindet. Hinter diesem Umschlagspunkt gibt es so etwas wie eine Gesamtverwerfung dieser DDR durch ihre ehemaligen Bürger, durch einen großen Teil dieser Bürger, der diese Landnahme auch mitgetragen und ermöglicht hat. Jana Miele verweist zu Recht auf die Aneignung von öffentlichen Organen, von Zeitungen durch Westler. Man muss aber auch hinzufügen, mit einem Mal wollte das keiner mehr hören, keiner mehr lesen, keiner wollte ins Theater gehen, keiner wollte noch irgendwelche Bands aus dem Osten hören, keiner wollte Schriftstellerlesungen hören. Das betraf sozusagen auch die Kultur, die war mit einmal ein Gegenstand des Hasses, wäre zu viel gesagt. Man hatte irgendwie genug von dem ganzen Scheiß und wollte das hinter sich lassen durch einen brutalen Schnitt, auch durch eine Abnabelung von der eigenen Vergangenheit. Und erst dieser schmerzhafte Prozess hat anhaltend bis heute, auch über intergenerationale Erzählungen im Osten Deutschlands, dazu geführt, das wieder ins Lot zu rücken. Und hat zu einer verspäteten Erkenntnis dessen geführt, was man als Erkenntnis schon mal hatte, wenngleich in einer ideologischen Verpackung. Jetzt kam sozusagen, die Realität deckte sich mit vielem von dem, was man früher eingetrichtert bekam, aber einfach nicht glauben wollte. Und insofern liegt auch in dem
Protest auch in der starken Rechtsverschiebung des politischen Spektrums im Osten Deutschlands auch ein Gutteil nicht eingestandener Selbsterblindung. So erscheint mir immer wieder, wenn ich auch mit Leuten rede, die jetzt 50, 60 sind und die das selber rekapitulieren. Sorry, warum haben wir uns Illusionen hingegeben, die wir eigentlich gar nicht hätten haben können oder dürfen? Warum haben wir uns in gewisser Weise auch dümmer gestellt, als wir eigentlich schon mal waren? Auch das ist ein Teil der Antwort auf die Frage, warum es dann in diesen frühen 90er Jahren, die heute als ein unglaublich brutaler und schmerzlicher Prozess in Erinnerung der meisten Ostdeutschen oder vieler Ostdeutscher sind, warum hat das nicht dazu geführt, diesen ganzen System Change nochmal auf die Tagesordnung? Es war zu spät dafür. Man hatte den Punkt verschlafen, dem das vielleicht möglich gewesen wäre. Man hatte sich auch in der Tat Illusionen hingegeben, dass doch Quatsch ist zu leugnen. Wenn man die Gesichter sieht, da denkt man, mein Gott, habe ich mir auch gedacht, das wird noch ein böses Erwachen, ihr Lieben. Und es gab viele Unternehmen, gerade neulich hatten wir auch in Leipzig jemand, eine Frau, die in einem Unternehmen beschäftigt war, die das ein bisschen cooler gesehen hat, auch weil sie im Sozialismus, glaube ich, innerlich verbundener gesagt hat, zu ihren Kollegen gesagt, sorry, noch 3, 4, 5 Monate, ihr seid raus hier aus dem Laden. Schön, dass ihr zu den Demos geht, schön, dass ihr mal Kohl hochleben lasst. The game is over, ganz nah. Und die haben gesagt, du leck uns. Forget it. Erzähl das, wem du willst. Erzähl das dem Staatsbürgerkundelehrer. Du noch, dann machen wir mal Schluss mit dir. Nee, sag einfach. Gorbatschows Rede vom Haus Europa hat natürlich die ganze Klassenkampf-Ideologie auch unterminiert. Und drittens, die DDR war längst schon in den 80er Jahren verlängerte Werkbank des Westens. Also die halbe DDR hat für den Otto-Katalog produziert. Und auch insofern war der Widerspruch zwischen der tatsächlich schon ökologischen Abhängigkeit und Bestattungsproduktion und so weiter für den Westen und auf der anderen Seite eine immer starrsinniger, ja, die Ideologie noch dem letzten evident, sodass man das erst einmal alles vergaß in der sogenannten Westenzeit. Ich wollte da auch ganz gern noch was sagen dazu, also zu diesem Begriff Landnahme. Also der ist zu ergänzen mit dem Begriff Neulandnahme. Also das betrifft ja nicht mehr nur das Land als Entität und Betriebe und so weiter, sondern eben Sozialorgane. Das ist ja sozusagen die neue asymmetrische, überhaupt die asymmetrische Kriegsführung. Da muss man bedenken, es wurde ordentlich eingeheizt mit Versprechen, das, was Herr Geist eben sagte, ist zu ergänzen, dass die Konsumgüterproduktion also sehr spärlich ausfiel. Also es wussten alle, es wird die DDR, das war eigentlich das zentrale Problem, das Valuta-Problem. Also es wurde im Grunde genommen alles produziert, man konnte im Grunde genommen überall die Produktionsstätten auch vorfinden, nur es wurde im Westen verkauft. Und das Volk war nicht Nutznießer, also im Sinne der Konsumgüter, dessen, was es selber hergestellt hat. Und während der Wende in der Wende wurde dann natürlich auch ordentlich eingeheizt, auch mit diesen Versprechen. Und da hat man auch sehr gern wahrscheinlich eben Deutschland einig Vaterland oder wir sind ein Volk, wobei es da generative Unterschiede gibt, muss ich sagen. Also nicht, das war nicht gleich von 1930 bis 1970 Geborene haben nicht dieselbe Emphase für Deutschland einig Vaterland aufgebracht. Und es gab auch Brüche und Wandlungen und Wendungen in dieser Einheitsphase. Also ganz unterschiedliche, ja. Generationserfahrungen, die auch in dem Prozess zu sehr unterschiedlichen, die haben ja wahrscheinlich abgeholt, oder? Ein Diskurs jenseits der Grenzen des Erlaubten. Okay, ja, na klar.
Absolut. Ja, das. Ja, das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Absolut. Die hätten sich. Nee. So. Absolut, klar. Nein, das ist immer nur im Plural zu sehen, hast du vollkommen recht. Okay. Ja, hat mich sehr gefreut, mit den beiden hier zu sitzen und zu diskutieren und jetzt zum Schluss auch noch mit einigen von Ihnen. Das Buch erscheint jetzt wann, das neue Band 3, das wollen wir doch noch hören, im Oktober. Und wann kommt Ihr Dokumentarfilm, der sich nochmal der Treuhand widmet? Wann und wo? Gut, vielen Dank. Das lesen wir irgendwann. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Gute Nacht.